Ich bin in der Nähe von Bremen und das, was wir heute erleben, das habt ihr im Leben noch nicht gesehen. Dieses Fahrzeug hier ist gebaut wie, ja, wie soll ich sagen, also fast wie ein Kommunalfahrzeug, fast wie ein Panzer, fast wie irgendwas, was ihr kennt, was ewig halten soll. Es kostet 99.900 Euro. Es kommt noch viel besser, die Jan steht daneben. Ja, guten Morgen, Jan. Daneben steht ein TGE 3.180 und auf der Basis mit dem Auto, das hier wäre Fiat Ducato 9, wenn er dann kommt, kostet es 119.000 Euro, Jan. Das Auto hat dich so fasziniert. Du hast nämlich Hunde und wir haben darüber gesprochen, du hast drei große Hunde. Du hättest gerne ein Auto, wo man sogar mit einem Kercher durchgehen könnte, das, ich sag mal, nicht empfindlich ist, was wahrscheinlich in 20 Jahren noch hält und was bitte deutlich unter 100.000 kostet. Ich meine, ich hätte auf jeden Fall gerne ein Auto, wo ich nicht nur Hunde mitnehmen kann, sondern auch Platz habe, um die dann zu verstauen. Das ist halt dann eher das Problem. So, der ist jetzt olivgrün, muss man sagen. Er ist eigentlich dafür gedacht, um in der Natur nicht aufzufallen. Dafür ist er gebaut, also am Waldrand mal zu stehen mit allem drum und dran. Die Farbe ist frei wählbar. Du hast eben schon mal reingeschaut, noch keine Details. Die Farbe von außen finde ich richtig geil. Die gefällt dir? Ja, die gefällt mir richtig gut. Ja. So, wir sind bei einem Hersteller. Seiko heißt das Ganze, Rothenburg ob der Wümme. Jan, wenn du mal kurz nach rechts gehst, dann zeigen wir ihn mal gerade komplett. Das ist das Auto, 99.900 Euro mit der Mehrwertsteuer. Und ja, alles, was ihr hier seht, ist im Moment das Modell Nummer 1, Nummer 0, so muss man sagen. Aber es ist kein Prototyp, denn die Fertigung hier ist komplett mit CAD, mit CNC-Maschinen, mit allem drum und dran. Das, was aus der Maschine läuft, wird später auch genauso sein. Der TGE 3.180, der hier ist, wird auch genau der sein. Mit voller Hütte, bedeutet 180 PS, Automatikgetriebe, Assistenzsysteme mit drin, LED mit eingebaut, also richtig schön viel. Auch den kann man später mit Luftfederungsoptionen auflasten. Alle Konzepte im Moment auf 3,5 Tonnen. Und es wird, wie gesagt, das hier ist jetzt das erste Fahrzeug, das steht zum Verkauf. Wer ihn also heute haben möchte, 99.900 Euro. Er ist sofort lieferbar. Die nächsten werden noch ein bisschen dauern. Fiat Ducato 9 wird kommen. Da muss man sagen, Preis ist angepeilt, 99.900. Ob der denn zu halten sein wird, wird man sehen. Aber das ist mal der Preis. Ja, vier wichtige Leute. Einmal der Jörg. Du hast unter anderem das Fahrzeug mit verzapft, oder? Das ist so, ganz genau. Ja, ich grüße dich, Jörg. Was hast du gelernt? Ich habe mal Kfz-Mechaniker gelernt und habe später nach der Bundeswehr noch Fahrzeugbau studiert. Hast du Führerschein Klasse 2? Habe ich. Ja, das ist ganz wichtig, denn dahinter steht ein Artego. Das wird das nächste große Projekt werden, der drauf ist. Ihr seid professioneller Fahrzeughersteller. Ihr baut normalerweise das, was dahinter steht. Das ist ein Fiat Ducato 8. Das ist ein Verkaufsfahrzeug und das Besondere ist, hier sieht man ihn auch mal in weiß, so kennt man sie. Zum Beispiel wird dort was verkauft? Butter? Alles, was auf Wochenmärkten zu bekommen ist, also vom Fleisch, Käse, Oliven, Hüte, Handschuhe, was der Markt wünscht, kannst du aus solch einem Fahrzeug kaufen. Ja, die Leute, die diese Fahrzeuge fahren, sind oft nicht die Eigentümer. Jetzt will ich nichts behaupten, aber viele gehen damit natürlich nicht so um, als wäre es ihr Auto, oder? Das ist so. Als Angestellter betrachte ich das wahrscheinlich anders, als wenn es mal Eigentum wäre. Ja, ist so. Die sind gebaut eigentlich für die Ewigkeit. Die Ältesten fahren noch bei euch? Ja, die Ältesten sind jetzt mittlerweile 32 Jahre alt. 32 Jahre alt, ja, hier ist der Hartmut. Dich habe ich geholt, du hast gesagt, ich will nicht vor die Kamera. Ich bin ja eigentlich nur Elektriker, aber ich habe zu dir gesagt, komm, wir müssen mal die Leute so ein bisschen zeigen. Ihr habt ganz viele Mitarbeiter, du bist einer der Elektriker? Ich bin ein Elektriker, ja, von 8. So. Jetzt ist ja das Thema Fahrzeugbau ein bisschen anders, wie irgendwelche Schlitze klopfen, immer dasselbe machen. Hier ist schon ein bisschen Mitdenken gefragt. Ein bisschen anspruchsvoller, ne? Ja. Weil man muss überlegen, wo geht man mit dem Kabel lang, wie man das Ganze verlegt und alles drum und dran. Es soll ja auch möglichst nicht sichtbar sein. Und ihr habt einen mega Anspruch. Ihr seid ja Profis im Bereich Fahrzeugbau. Das heißt, wenn hier so ein Verkaufsfahrzeug gefertigt wird, dann soll das die nächsten 20 Jahre halten. Und der nächste Elektriker, der irgendwas repariert, der soll ja möglichst nicht sagen, um Gottes Willen, wer hat denn das eingebaut? Ne? Das kann jeder normale Elektriker machen. Also kann auch repariert werden von jedem normalen Elektriker. Er sollte halt bloß halt ein bisschen 12-Volt-Technik kennen und auch 230 Volt oder die Anlagen selber. Das ist ein Herzensprojekt. Ihr habt dieses Auto hier, habt ihr nach den gleichen Maßgaben gebaut wie eure Profi-Verkaufsfahrzeuge? Genau.
So. Das haben wir so gemacht, wie wir es eigentlich bei jedem Fahrzeug machen. Ihr habt es nicht schlechter gemacht? Auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Ja, gut, man kann jetzt nicht sagen, besser oder schlechter. Ihr habt eine Bauweise, da werden wir gleich drauf eingehen. Das ist ein GFK-Sandwich, ja, das aber professionell ist. Mhm. Ihr habt zwei verschiedene Bodenplatten, da kommen wir auch gleich mal drauf. Du machst die Elektrik. Was hast du hier eingebaut, zum Beispiel Victron? Ich habe Victron mit Multiplus Kompakt 1600 VA eingebaut. Habe einen Solarladeregler eingebaut, 7515 und Batteriewächter, zwei Gelbatterien, 100 Ampere, wo wir die aber auch noch verändern können auf Lithiumbatterien oder sowas. Mhm. Oben auf dem Dach sind zwei Solarpaneele mit A120 WP. Das Dach gibt noch ein bisschen was her, sodass man ein bisschen was erweitern könnte und ja. Erstmal nur die Grundvoraussetzung. Du bist selber Camper. Ich bin selber Camper, ja. So, du hast selbst nämlich einen LT dir selbst ausgebaut. Ja, genau, der hier ist nagelneu. Mhm. Das ist natürlich schon ein Traum. Nicht jeder hat das Geld. Aber würdest du sagen, der fährt in 10 Jahren noch? Der fährt in 10 Jahren noch, ja, genau. Das ist so. Die sind gebaut für die Ewigkeit, muss man sagen. Wenn man das Ganze pflegt, ist natürlich so unter Bodenschutz ein Thema, wichtig, wenn man im Winter fährt. Mhm. Das ist wichtig, ja. Die Unterbodengeschichte ist aber auch so, dass es hier schon voll verzinkte. Ja. Unterbodengruppen sind. Voll verzinkt. Ja. Ja, trotzdem, man kann ja direkt am Anfang ein bisschen was machen, damit es noch länger hält. Ja. Ivo, du hast mich gerufen. Genau. Ihr seid die Eigentümerfamilie. Dein Vater ist der Chef hier? Der ist der Chef hier, genau, seit 2 Jahren dabei. Ich selber jetzt seit 6 Monaten. Ja, 6, 7 Monate. Du bist am Studieren? Ne? Ich studiere noch nebenher. Hab mal Bank, was studierst du? Logistikmanagement, also was ganz anderes. Hab mal Bankkaufmann gelernt bei der Sparkasse. Das tut mir leid. Das hast du jetzt gesagt? Ja, ich war ja auch bei der Bank, deswegen. Ja. Okay. Ja, ich bin jetzt seit gut 7 Monaten im Unternehmen. Bin auch gekommen unter dem Aspekt, wir wollen nicht nur Verkaufswagen herstellen, wir wollen auch Camper machen und kümmere mich eben darum, dass so diese ganzen Ideen und das Know-how, das hier im Unternehmen so durch die Gegend fliegt, kanalisiert wird, dass wir dann auch was auf die Straße bekommen. So, und das ist euer, ich sag mal, Fahrzeug Nummer 1, Nummer 0, was da ist. Du bist damit schon mal rumgefahren. Ihr habt ein Bike-Magazin, den mal ausgeliehen, da sind die vollkommen explodiert. Ja. Denn die Meinung ist so, das ist erklärungsbedürftig. Ja? Ihr habt den Geschäftsführer mit dabei, der ist schon ein bisschen am Tappeln hier mit dabei. Du bist der Letzte, den ich jetzt befrage. Du bist 2 Meter groß. Eigentlich habe ich dich nur gewählt, um mal zu zeigen, in dem Auto hat man richtig Platz, oder? Ja, wirklich, einwandfrei. Große Dusche, also ist wirklich angenehm. Dann stelle ich mal gerade daneben, dass man das mal sieht. Die ist nämlich 1 Meter, was bist du, 1,74? Die Jan ist die kleine Version. Denn viele haben gesagt, baut doch mal Autos für große Personen. Und du hast gesagt, das Auto muss so sein, dass ich auch drin duschen kann. Oder? Genau, korrekt. Man muss Platz haben, sich gut bewegen können und das Hobby und dem Hobby eben frönen. Sag mal, wenn du hier so Sachen siehst von großen Herstellern, wo denn dran steht, zum Beispiel MAN, TGE oder irgendwas, und da steht eine Zahl dran, 140, 150, 160.000. Und die bauen ja nicht wie ihr mit, ich sag mal, GFK-Sandwich doppelseitig mit GFK-Kantenschutz obendrauf. Ich glaube, das siehst du so gut wie gar nicht, so diesen GFK-Kantenschutz obendrauf nochmal extra, oder? Nee, das ist korrekt. Das ist wirklich professionell. So, die GFK-Maske habt ihr gebaut? Ja, die stellen wir selber her. So, das ist auch GFK? Ja. So, wichtig ist die Ausbesserungsfähigkeit. Also wenn hier irgendwas passiert, man hat einen Anstoß und so weiter, das ist kein Kunststoff, das ist GFK, glasfaserverstärkter Kunststoff, der kann ausgebessert werden. Ja, kann ausgebessert werden. Ja. Wir können das komplett reparieren. Warte, ich zeig das mal gerade. So sieht eine Seitenwand aus. Wenn ihr irgendwas baut, dann geht ihr hin, ihr verstärkt das Ganze. Und da würde ich dich bitten, Jörg, komm mal kurz mit. Ihr verstärkt das Ganze nochmal mit richtig großen Profilen. Ja, das machen wir tatsächlich. Wir überlegen uns vorher, oder wir wissen ja vorher, wo sind Schwachstellen, wo treten große Kräfte auf. Hier sehen wir eine Verkaufsseite, also von einem Verkaufsmobil, wo eine Klappenöffnung reinkommt. Und in diesem Bereich hat man dann entsprechende Verstärkungsprofile, gerade hier im unteren Bereich und vor allen Dingen im oberen Bereich. Dort wird später eine Klappe anscharniert. Kann man sich vorstellen, eine Klappe, die wiegt einiges und dort treten Wahnsinnskräfte auf und die können nur so abgetragen werden. So, ich kann das mal zeigen, denn auch hier haben wir eine Klappe drin, aber nicht zur Seite. Das ginge auch, das wäre kein Problem. Aber wir wollten ja hier jetzt die 3,5 Tonnen nicht unbedingt reißen und deswegen habt ihr eine Klappe eingebaut. Diese Tür übrigens habt ihr selber gebaut. Ja, da wird die Jan auch gleich mal richtig schön zuschlagen. Ihr habt eine Riesenklappe hinten eingebaut und die hat natürlich auch die Verstärkung, oder, an der Seite? Ja, das ist genauso wie bei dem Verkaufsmobil, wie gerade erklärt. Verstärkung links, rechts und oben, damit man die Kräfte dort entsprechend abtragen kann. So, die Jan geht mal kurz
drunter. Das ist gedacht, damit 2 Meter Leute drunter sein können. Und das Besondere ist, ihr habt an Regen gedacht, ja, denn es kann hier regnen und es läuft nicht in das Scharnier rein, oder? Das ist so, oberhalb der Klappe sieht man einen schwarzen Kunststoffstreifen, eine Dichtung, eine außen aufgesetzte Dichtung, die verhindert ganz einfach, dass dort Wasser einlaufen kann. So, die Klappe habt ihr komplett selber gebaut? Das bauen wir alle selber. Also, so wie man das Fahrzeug hier sieht, das haben wir selber gebaut. So, die Rückscheinwerfer kenne ich aus dem Morello, sind genau die gleichen. Da nehmt ihr natürlich Sachen, die in der Zulieferindustrie im Profibereich eingesetzt werden. Selbstverständlich, da machen wir Ähnliches wie auch im Wohnmobilbereich. Diese Rückfahrleuchten werden genauso eingebaut wie beim Wohnmobil. So, die Gasdruckdämpfer haben einen Vorteil, die kann man nämlich arretieren, glaube ich. Falls der Wind mal geht, kann man die einfach drehen unten und dann können sie nicht mehr von selbst zuklappen. Ne? Ganz genau, die klappen sogar von alleine dort rein. Wenn man die Klappe jetzt zumachen möchte, dann muss man die Sturmstütze, das ist dieses silberfarbene Rohr. Genau, wenn du mir das mal kurz beschreibst. Dieses silberfarbene Rohr, das muss man so nach oben führen und dann sieht man, es bleibt oben. Das macht man auf der anderen Seite genauso und dann kann die Klappe geschlossen werden. Und in dieser Stellung, falls jetzt von oben mal der Wind drauf drücken sollte, kann die Klappe nicht von alleine zufallen. Ja, ihr habt euch bereits schon Gedanken gemacht, ja, eventuell mit einem Hamburger Unternehmen zu arbeiten, wollen den Namen noch nicht nennen. Ja, hier könnte man nämlich wunderbar ein rückwärtiges Zelt im Sommer aufbauen, das man einfach anbringt. Ja, das lässt die Sache offen. Diese Klappe ist auch so, dass du die wahrscheinlich 100-mal, 1000-mal, 10.000-mal öffnen kannst. Die wird wahrscheinlich halten. Die Klappe wird genauso lange halten und sie kann am Tag 50-mal geöffnet werden. Da haben wir jede Menge Erfahrung aus dem Bereich der Verkaufsfahrzeuge. Im mobilen Handel werden die Klappen bis zu 100 Mal am Tag geöffnet. Hier sieht man das. Da kann auch genau das Gewicht kann hier eingestellt werden. Also von dem Teil, damit die Gasdruckdämpfer sind auch alle berechnet, dass es nicht zu schwer, dass es optimal geht. Ganz genau so ist es. Man kann hier, falls die Klappe breiter, länger wird, kann man stärkere Gasdruckfedern einbauen oder schwächere, je nachdem, was man möchte. Sollte noch ein Zelt drunter kommen oder Anbauten unterhalb der Klappe, kann man entsprechend stärkere Gasdruckfedern einbauen. So, die Breite vom Fahrzeug? Also die Innenbreite ist 2,20 Meter und die Außenbreite ist in etwa 2,35 Meter. So, und das Bett ist riesengroß, denn ihr habt 2 Meter, Leute. Ja, der Jon hat nämlich gesagt, ja, es muss eine Dusche sein für 2 Meter. Ja, es muss begehbar sein, vernünftige Höhe, das ist schon wichtig. So, die Farbe gefällt mir gut. Jan hat gesagt, könnte ein bisschen anders sein, aber die Farbe lässt sich komplett wählen. Das Braun war dir ein bisschen zu, wie soll man sagen, zu warm, oder? Ich wäre natürlich auch ein Fan von kühleren Farben, aber ich denke mal, dass es schon so auch okay ist. Ich finde es total klasse, das ist helles Holz, aber ich bin ja auch schon ein bisschen älter wie du, muss ich sagen. Also es ist so, das ist natürlich ein Traum für dich, ja, mit den Hunden. Du kannst einfach hier rein, Fahrräder rein, Motorräder. Ich meine, prinzipiell ist mir das relativ egal, wie es aussieht. Für mich ist der Nutzen das Beste. Das heißt, wenn ich dann mit meinem Matschfahrrad reingehe und meine Hunde dann da reinschleppe und alles dreckig mache, habe ich es auch schnell wieder gereinigt. So, das ist wahrscheinlich Vinyl hier unten? Ja, das ist auch ein Kunststoff, der, wie vorhin schon angesprochen, man könnte ihn auch theoretisch abkerchern. Das macht der Fußboden problemlos mit. So, ihr habt auch die Hölzer so behandelt, dass die, ich sag mal, natürlich sollten die nicht jetzt 2-3 Tage jetzt im Wasser stehen, aber ein bisschen Spritzwasser macht denen nichts. Das macht denen nichts aus. Also wir haben einen Kantenschutz drauf, unten ist zusätzlich noch eine Siegelnaht drauf und dieser Kantenschutz verhindert ganz einfach, dass das Wasser in das Holz eindringen kann und ja. So, das ist der erste Wagen, den ihr gebaut habt. Du sagst aber, von der Qualität her ist der genauso wie der 20. Das spielt keine Rolle. Ihr entwickelt alles CAD-mäßig am Rechner. Genau so ist es. Alles, was wir hier sehen, das ist von vornherein am CAD-System durchgeplant worden. Und ja, dadurch passt eben alles sehr genau und die Qualität ist dadurch entsprechend gut. So, wo ist die Elektrik bitte hin? Wo habt ihr die versteckt? Hier müssen noch Kabelkanäle laufen, oder? Ja, die Elektrik, die läuft in den Wänden lang. In den Wänden sind die Kabel. Vorher wird es geplant praktisch als Zeichnung. Dann lege ich fest, wo dann überall die Auslässe sind und wo dann überall die Steckdose hinkommen. Dann werden dann in den Wänden Bohrungen gemacht, wo dann die Kabel innen drinnen langlaufen, sodass man möglichst keine Kabelkanäle verbaut. Kann man auch ein Kabel nochmal nachziehen? Also wenn mal irgendwas sein sollte, kriegst du das hin? Wenn das Profil oben abgemacht wird, kann man das Kabel austauschen. Ja. Und vielleicht auch an einer anderen Stelle dann auch wieder ein neues Loch bohren und eine Steckdose machen und dann kann man das auch machen. Man muss dann bloß außen das Profil ab.
Krass, das ist also, was man sieht, ist, es sind Kleinigkeiten, glaube ich, die es ausmachen. Das hier ist jetzt ein Tiefrahmen-Chassis. Das bedeutet, ihr habt aus den Verkaufsfahrzeugen mal ein Beispiel gebaut, was sehr, sehr leicht und barrierefrei ist. Das bedeutet, du musst hier keine 7 Stufen steigen, um reinzukommen. Nee, musst du nicht. Es ist eben unser Flachrahmen, den wir hier verarbeitet haben. Das ist der, den wir im Verkaufswagenbereich eben auch bauen. Ja, das ist die Pflasterausführung. Wir gehen dann eben davon aus, dass wir später über den MAN noch ein Stück höher kommen. Der liegt so knapp 15 cm höher. 15 cm, genau. Okay. Und wir haben dann eben auch die Möglichkeit, den MAN als Allrad, also 4x4, anzubieten, der dann insgesamt 20 cm höher liegt. Der wird dann ein kleines bisschen teurer, muss man sagen. Der MAN steht eigentlich im Fiat in nichts nach. Wir können uns da gleich mal reinschauen. Der wäre sofort lieferbar, den man hat. Also der, ja, den könnte man kriegen. Allerdings Auslieferung bitte erst im April. Das war die Bedingung. Er kann also Anfang April ausgeliefert werden, wenn es da ist, wenn sich jemand dafür interessiert, und 99.900 Euro, die Mehrwertsteuer ist ausweisbar? Die ist ausweisbar, kriegen wir hin. Die ist auch im Preis mit drin? Die ist auch dabei, ja. Ich frage mal so, weil im Nutzfahrzeugbereich bisher nein, ist mit drin. Ist dabei, ja. Brutto. Brutto. Okay, so ist es. Also, Anwendung hier. Ihr habt ausfahrbare Stützen habt ihr hinten drin. Das war ganz wichtig, um das Fahrzeug zu stabilisieren. Ja, richtig. So. Und das ist ja auch nicht normal. Also du kommst ja damit hin, ich sag mal, dass du die Stützen direkt mit drin hast. Die habt ihr einfach mal reinkonfiguriert, weil das macht Sinn, wenn er mal steht, dass er nicht dauernd wackelt, oder? Ja, natürlich. So, Rock heißt er, die Außenfarbe ist frei wählbar, bei dem jetzt nicht, aber hier könnte man die Folierung noch ändern, ne? Ja, das Fahrzeug ist hier foliert in dem Fall. Wir können die Fahrzeuge, die späteren, auch normal lackieren bei uns in-house. Wir haben eine eigene Lackierstraße, das ist kein Problem. Folierung ist hier natürlich nach Kundenwunsch auch möglich und auch bei diesem Fahrzeug jetzt noch zu verändern. Ja, und sieht man das. Wir haben an der Seite jetzt mal als Dekorelement, das muss nicht sein, denn das GFK ist unglaublich belastbar. Jan, ich brauche dich mal gerade, du musst mal versuchen, bitte das Fahrzeug zu zerstören mit deiner Faust. Und wenn du mal gerade hier, darfst du machen, ja, wenn du mal gerade mit der Faust einfach mal reinhaust oder mit der flachen Hand mal draufklappst, ja, ja, sie nicken, feste, weiter, nochmal. Ist da ein Ring dran oder irgendwas? Nein. Nein, okay. Mach mal nochmal. So, jetzt mal mit der Faust gegenklopfen, richtig gegenklopfen. Es tut weh. Ja, es tut weh, ja. Ja. Mach mal, nochmal. Das war ganz feste. Ich werde nicht bezahlt. Okay. Nein, mal so drauf. Guck mal hier. Okay. So. Ja. Hey. Was würde passieren, wenn du das bei meinem Morello machen würdest? Eine Delle. Ja. So, was passiert hier, wenn hier ein Fahrradlenker dagegen fällt? Gar nichts. Das ist so, wir können es ja mal gerade zeigen, das GFK, ihr habt nicht das dünnste GFK gewählt, ihr habt aber auch nicht, hier sieht man das sehr, sehr schön, wie sowas zum Beispiel aufgebaut wird, ja. Das ist wirklich für die Ewigkeit gebaut, oder? Das ist für die Ewigkeit gebaut. Hier sieht man ein Dach eines Fahrzeuges, ein ganz spezielles Fahrzeug, das wird später ein Hähnchengriller und deshalb ist dort kein Schaum drin, sondern eine Hitzeschutzwolle. Das ist dieser Bereich hier. Hier liegen mehrere Dächer übereinander, deswegen sieht das so merkwürdig aus. Eine Fahrzeugwand sieht man weiter links, dort sieht man eine Fahrzeugwand. Das Schwarze ist der Schaum. Hier, das ist der Schaum. Ihr baut die selber, ihr lasst sie nicht fertigen? Nein, das bauen wir selber. Ja. Auf Maß, genau so, wie wir es brauchen. Und die Wand hat beidseitig, also innen und außen, ein 1,2 mm dickes GFK-Laminat. Und das gibt halt die hohe Festigkeit und Steifigkeit der Wand. Wärmebrücken, das große Thema. Wenn Alu im Betrieb ist, gibt es immer Wärmebrücken. Man kann sie nicht immer vermeiden, aber sie sind minimiert, oder? Das ist absolut minimiert, nur da, wo wirklich nötig. Und ansonsten verzichten wir voll drauf. So, das Dach ist begehbar? Das Dach ist voll begehbar. So, voll begehbar. Ihr habt außenrum, das ist ganz wichtig, einen Astabweiser, den brauchst du hier gar nicht, denn ihr habt einen GFK-Kantenschutz entwickelt. Wenn hier mal ein Ast kommt, ja, das macht dem Auto gar nichts, oder? Das macht dem Auto gar nichts. Also, das ist überhaupt kein Problem. So, es sei denn, es ist natürlich die große Eiche, wo ich dagegen fahre mit 60 km/h. Da macht es ihm schon was. Ihr habt Autos, die wirklich gegen Brücken gefahren sind. Da kannst du dich dran erinnern. Die sind sehr stabil gebaut. Allerdings, man darf sich während der Fahrt nicht innen aufhalten. Dafür sind sie nicht gebaut. Ja? Genau so ist es. Also, wenn das Fahrzeug unter der Brücke hängen bleibt, da kann es schon zu Deformationen und zu Verformung des Aufbruchs kommen. Klar. Ja, jetzt ist das hier ein Zwei-Personen-Fahrzeug in der Zulassung. Man könnte auch ein Vier-Personen-Fahrzeug bauen, aber das ist jetzt
jetzt in dem Preis ein reines Zwei-Personen-Modell. So ist es auch geplant. Plus Ladung, ein Hund wäre ja Ladung in dem Fall. Und eine Ladebox, du hast zu mir gesagt, auf Wunsch kann auch gerne hier eine Airline-Schiene unten eingebaut werden. Das ist kein Problem. Also auf dem Fußboden kann man montieren, was man möchte, ob das die Airline-Schiene ist oder so wie hier ein Fahrradhalter, ein Motorradhalter. Das ist alles denkbar. Dem sind keine Grenzen gesetzt. Ja, ihr habt das eingebaut. 99.900 Euro. Was Fernreisemobile mit wesentlich höheren Preisen erst haben. Das ist eine abschließbare Innentür. Das bedeutet, ich kann mich auf die Straße stellen und jetzt kommt es noch besser. Du hast zu mir gesagt, wenn jemand das Fenster gerne höher gelegt haben möchte, also hier unten sind sie an der Seite etwas tiefer, dass ich rausschauen kann, aber ich will sie zum Beispiel nach oben gelegt haben, hast du gesagt, auch das ist kein Problem. Auch das ist kein Problem. Man kann das Fenster individuell dort einbauen, wo man es haben möchte. So, ich zeige euch das mal. Auf der Seite ist es nämlich oben, sodass ich aus dem Hubbett später rausschauen kann. Und wenn du dich mal gerade daneben stellst, Jan, und mal versuchst, da oben einzubrechen in das Fenster. Keine Chance. Das ist, glaube ich, das, was viele Leute wollen. Die wollen also, dass man nicht direkt an die Fenster rankommt. Die sind jetzt ganz oben. Ja, das ist ja so ein bisschen der Trend. Das ist eben möglich. Du hast die Möglichkeit, aus dem Bett eben rauszuschauen, aber es kommt keiner ins Bett gekrabbelt von außen, der da nicht reingehört. Ne? Das ist so. So alleine frei stehen auf freier Natur mit drei Hunden, gut, da würde ich dich jetzt nicht unbedingt. Aber wenn man so ganz alleine ist, schon. Würde ich schon machen, aber ich finde, das wäre auch sicherer. Und vor allem, also ich fühle mich sicherer, wenn ich nicht das Gefühl habe, dass man von außen reingucken kann. Ja, das ist so. Gut, du kannst sie hier auch zumachen, aber du weißt selber mit dem Schraubendreher, das hier ist ein Kunststofffenster. Gegen Aufpreis habt ihr natürlich auch Echtglasfenster, das ist kein Problem, aber du sagst, der normale Kunde, der kommt damit vollkommen klar. Ihr wolltet ja ganz bewusst den Preis von dem Auto nicht teurer machen wie ein Verkaufsfahrzeug. Die liegen auch so um die 100.000. Genau, also da wollten wir uns aufhalten. Wir setzen ja auch auf Materialien aus dem gleichen Bereich. Die Materialien kennen wir, die sind bewährt. Wir hatten das eingangs, sind hoch beansprucht bei uns und das Auto hat ja jetzt auch schon ein bisschen was gesehen. War ein bisschen unterwegs im Verleihgeschäft, wir sind damit selber durch die Gegend gerast. Okay, was hat er auf der Uhr jetzt? 8.000. 8.000 schon? Wow. Naja gut. Aber man muss ja auch mal prüfen, was man verkauft. Ne? Ja, das ist so. Also der, klappert der innen? Nein. Gar nicht? Okay, das nichts. Ist ganz wichtig. Also wenn irgendwas klappert, das kann immer mal sein, dann könnt ihr zusätzlich, diese Tür habt ihr selber gebaut, ja, das ist was ganz Wichtiges. Man kann Zusatzschlösser anbringen, wie man möchte. Man kann zum Beispiel ein richtiges Sicherheitsschloss nochmal zusätzlich anbringen. Wenn du nochmal kurz zu mir kommst, bitte. Denn Jörn hat das mit geplant und auch du sagst, Sicherheit ist ganz wichtig. Steig mal bitte ein, dass man das mal sieht. Du bist 2 Meter groß, ihr habt die Tür so breit und so hoch gemacht, dass du einfach durchkommst und... Das Coole ist, das ist jetzt der Tiefrahmen. Man bräuchte natürlich für den MAN, bräuchte man eine kleine Stufe oder man tritt etwas höher. Du bist 2 Meter groß und das passt. Das passt, einwandfrei. Auf Wunsch ginge das sogar noch größer, aber die ist jetzt mal so geplant. Ich denke, du bist jetzt das extreme Beispiel, das man haben könnte. Wenn du mal gerade reintrittst, das Fliegenschutzgitter runterziehst, das habt ihr nämlich in Haushaltsqualität gemacht, in Objektqualität. Also eigentlich ist hier alles in Objektqualität, oder? Das ist gedacht. Das ist die Idee, es soll ja halten, ne? Es soll halten. Sag mal, 99,9 inklusive Mehrwertsteuer. Ja, richtig. So, ihr habt 3 Scharniere an der Tür mit dran. Ihr habt die Zusatzschlösser-Option. Auch hinten an der Klappe kann man Zusatzschlösser dran machen. Ich glaube, das verlangen auch viele, oder? Also es ist jedes Zusatzschloss hinten an der Klappe möglich. Ob Querriegel, Einzelschloss, alles ist denkbar. Alles ist denkbar. Bitte einmal die Klappe schließen. Jan, jetzt bin ich gespannt, ob die für dich... So, einmal drücken, das hat sie schon raus. Das war's schon? Ja. Das ist schon fertig. Mal gucken. Du bist 1,74 Meter. Geht. Gut, da können wir jetzt auch eine Kordel dran machen. Oder? Da kann man auch eine Kordel dran machen, also eine Schlaufe zum Zuziehen, alles möglich. Die Klappe GFK? Die Klappe ist auch aus dem GFK-Laminat, selbstverständlich. Okay, das heißt, das ganze Fahrzeug wäre bei MAN, Preis 119.900, wäre es 15 cm circa höher. Ja. Das ist so. Denn viele wollen ja auch wegen der Optik ein etwas höheres Fahrzeug. Genau. Ja, richtig. Also der MAN ist dann in der, als Fronttriebler 15 cm höher, wenn man ihn als Allrad nimmt, ca. 20 cm höher als das Auto, was wir jetzt hier links sehen. Also Preis 119.900 wäre für den Fronttriebler. Für den Fronttriebler, ja. Auch den kann man optisch noch ein bisschen höher legen. Das ginge, man kann ihn so ein bisschen auf Offroad machen, weil viele wollen ja auch die Optik. Felgen, Reifen.
So. Bisschen höher legen, das funktioniert. So, das sind eure Verkaufsfahrzeuge, die sind ja relativ tief. Ihr sagt aber, die normalen Verkäufer kommen damit überall hin. Ja. Es ist so. Das heißt, man braucht keine Angst zu haben, man setzt jetzt irgendwo auf. In der Praxis existiert das Problem nicht, oder? Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Das sieht nur tiefer aus. In der Wahrheit muss ich allerdings sagen, ist das Tiefer hat Riesenvorteile. Ganz großes Thema Spritverbrauch. Das heißt also, je weniger Abstand du hast natürlich zur Erde, desto sparsamer werden die. Ist das ein Thema, was eure Kunden mittlerweile anbringen, Spritverbrauch? Moment, weniger. Das sind ja meist so Wochenmarktfahrzeuge. Denen ist es egal. Egal. Okay. Du hast mir erzählt, dass die schon mal die Gewichtsgrenze reißen und die gnadenlos teilweise überlasten. Ja, ich meine, da könnt ihr ja nichts dafür. Das macht der Verkäufer. Macht der Verkäufer, aber das überleben die? Das überleben die, ohne Probleme. Ohne Probleme. Das heißt, die sind gebaut eigentlich für wesentlich höhere Lasten? Ja, auf jeden Fall. So, hier sieht man es. Ja, das wird euer, ich sag mal, kleines Erfolgsrezept werden, der MAN. Der Fiat Ducato 9, davon habt ihr einige vorbestellt, aber MAN habt ihr jetzt 25 Stück vorbestellt? Genau, wir haben für dieses Jahr 25 Stück bestellt. Die sind im Zulauf und das ist eigentlich der Weg, wo wir im Camperbereich dann aufsetzen wollen. Ne? Also mit dem MAN als Grundfahrzeug arbeiten. Ja, Jörn, der MAN hat den Riesenvorteil, er ist nicht ganz so hoch wie viele andere Fahrzeuge, wie zum Beispiel der Mercedes-Benz. Das heißt, das ist ein Mittelding, oder? Ja, das ist so ein Mittelding hier. Der hat ja den Originalrahmen drunter, der Fiat links nebenan. Der hat einen Tiefrahmen unterhalb des Fahrzeuges. Sollte das Fahrzeug einen Heckantrieb haben, das kann man sich vorstellen, dann wird das Fahrzeug entsprechend höher, ca. 15, 20 Zentimeter, ja, ganz grob. Okay, also 119.900 Euro. Da ist aber schon mit drin. Keine Mogelpackung. Ihr habt Lithium mit reingepackt. Ihr habt Solar mit reingepackt. Ihr habt Victron Energy mit reingepackt. Ihr habt wirklich an nichts gespart. Ihr habt eine ordentliche Heizung mit drin, eine Truma mit drin, mit eingebaut. Ja, genau. Ja, es soll ja funktionieren. Und wir kennen das alle. Man fängt beim Auto an und dann kommt die Sonderausstattung. Und auf einmal ist das Auto dann doch doppelt so teuer wie gewünscht. Ist hier nicht der Fall. Das Auto Solar dabei. Ist so dabei, ja. Solarpanels sind drauf. Ist ein vernünftiges Paket, würde ich sagen. So, was hast du verbaut? Du hast als Solar-Laderegler, was hast du eingebaut? Ich habe einen Victron Solar-Laderegler, einen MPPT-Regler. Hm. 75 Volt Eingangsspannung und 15 Ampere, die er liefert. Hm. 50 Ampere Ladebooster? Also? 50 Ampere, genau. Das ist von vorne für die Lichtmaschinenladung zusätzlich noch, sodass man, wenn man fährt, die Batterien auch gleichzeitig wieder aufladen kann. So, Jan, du bist keine 2 Meter, geh mal bitte rein. Für dich ist das schon fast wie eine Turnhalle, aber zu viel Platz kann man gar nicht haben. Wenn du mal gerade die Arme anhebst und du kommst nicht ran, oder? Am besten finde ich ja, dass ich nicht ans Bett stoße. Ja. Ja, weil hier ist nämlich auch noch relativ viel Platz für mich. Das heißt, du kannst unterm Bett laufen, ohne dass es irgendwie stört? Was ich cool finde, du hast richtig viel Platz. Jetzt ist hier der Radträger mit drin. Man kann ja auch ohne Radträger die Räder festmachen, aber das habt ihr jetzt mal reingemacht, weil das natürlich sehr praktisch ist. Du kannst den kompletten Radträger rausfahren mit allem drum und dran. Den Platz könnte man aber auch für ein Bett nutzen zum Beispiel. Das wäre kein Problem. Also optional noch ein drittes Bett. Kriegen wir hin. Bauen wir ein. Kein Problem. So, das Ganze kommt runter. Ihr habt natürlich keinen geringeren genommen als die Elektrik von Lippert hier eingebaut. Das Bett, da habt ihr das wirklich krachen lassen. Ihr habt die besten Matratzen gewählt, die man kaufen kann für Geld. Natürlich. Ja, Biomatratzen. Wenn du mal gerade so nett bist, Jan, dass du mal runterfährst. So, da ist ein Schlüssel mit dran, Kindersicherung. Es fährt runter wie von Geisterhand. Und ein riesen Hubbett kommt mit rein. Und zur Erleichterung der meisten Personen, genau. Du kannst mal ganz runterfahren, John. Fahr mal ruhig mal runter. Warte. Da ist noch eine Lampe, wird eingeklappt. Okay. Das ist alles, was er machen muss. Dann fährt es runter. Und jetzt kommt das Coole. Ihr habt die Radkästen so verkleidet, die sind auch begehbar, dass man über den Radkasten einsteigen kann, ohne dass man irgendwas machen muss. Ja. Ups. Du bist drauf. Ja. Ja, ruhig mal die Schuhe aus, John. Sei mal so nett. Okay. Wird das mal sehen. Meine Tochter John. Läuft. Läuft. Aber ja, die Leute. Nicht ausziehen, ja. Nee, brauchst du nicht. Ach, die Leute hassen das, wenn man irgendwie mit Schuhen drauf geht. Oh, ja, und jetzt kommt was viel, viel Besseres, Jörn. Ja. Wenn du mal gerade hin die Klappe aufmachst, bitte. Denn die John könnte jetzt einfach, wenn sie am See steht, hier öffnen. Ist aber ganz nett hier oben, also mit den Fenstern. Ist das gut? Ja. Okay, jetzt kann man hier den Seeausblick genießen. Wenn du dich mal ganz lang legst, die Bettmaße hier bitte.
2 Meter mal 1,60 Meter. Oh, 2 Meter mal 1,60 Meter. Also du hast ein Riesenbett. Schlafkomfort ist wie zu Hause. Hubstützenanlage ist bei MAN möglich, muss man sagen. Also da bitte nachfragen, ist nicht im Preis mit drin. Also das könnte man auf jeden Fall nachrüsten. Und das Thema Auflastung ist auch natürlich möglich. Aber da bitte informieren. Fahrzeug liegt leer um die 3000 Kilo. So kann man sagen, plus minus. Und der Schlafkomfort, wie ist der? Ist die Matratze gut? Das ist sehr bequem, ja. Sehr bequem. Ja. Bitte einmal hochheben, hier leicht anlüften die Matratze, damit man drunter schauen kann. Okay. Genau, sei mal so nett. Denn da hat man ein großes Lattenrost mit eingebaut. Das Ganze ist wirklich Objektqualität auch beim Bett, ja. Jetzt überlege ich mir, ich habe beim letzten Fernfahrerparkplatz standen auch Wohnmobile ohne Ende. Das hat einen anderen Grund. Vielleicht kommt da ja auch die Objektqualität demnächst zum Anschluss. Aber wir kommen gleich mal in die Küche. Und da würde ich den Ivo mal gerade bitten, zu mir zu kommen. Ihr habt das Fahrzeug selber entwickelt. Ja, ruhig mal hoch nochmal, dass wir das sehen. Auch das geht sehr schnell. Idee war, ein Freizeitfahrzeug zu kreieren, das alle Ansprüche erfüllt, der Professionalität, der perfekten Verarbeitung, der Campingindustrie das Leben schwer machen wird, so muss man sagen. Genau. Denn ihr habt anders gebaut. Ihr habt so professionell gebaut für die Ewigkeit. Ja, das ist eben die Erfahrung, die Seiko jetzt seit mehr als 30 Jahren hat. Das Know-how haben wir eingebracht. Wir haben natürlich sämtliche Dinge, die so im Camperleben eine Rolle spielen. Eine Sitzecke, eine Küche, ein Bad, eine vernünftige Sanitäreinheit natürlich mit eingebaut. Aber haben eben auch einfach Raum gelassen, dass man sich auch frei bewegen kann im Fahrzeug, dass man seine Sportvehikel jeglicher Art, ob Fahrrad, Motorrad, im Fahrzeug verstauen kann. So, jetzt kann man hier das Ganze nochmal einklappen, wenn du der Can gerade mal hilfst. Ist das schwer? Nee. Ich glaube, ich einmal runterklappen. Da ist nämlich, ich sehe schon, die gleiche Entriegelung habt ihr, die ihr außen an der Klappe angebracht hat, habt ihr auch hier angebracht, ja. Die ist auch für die Ewigkeit. Die Belastbarkeit, was denkst du von dem Tisch? Man sollte vielleicht sich nicht draufstellen und wippen, oder? Nein, dafür ist es nicht ausgelegt. Aber für einen ganz normalen Esstisch, also für zwei Leute Essen mit Kochtopf, alles, was dazu gehört, das hält er gut aus. Das hält er gut aus. So, und dann kann es wegklappen. Die Besonderheit hier ist natürlich so, dass das Fahrzeug benutzt werden kann, auch als Transportfahrzeug. Deswegen habt ihr alles vom Plot her so freigelassen wie irgendwie möglich, oder? Ja, wir haben versucht, wirklich alles auszunutzen, was geht. Man kann auch die Sitze kann man auch noch nach innen ausfahren, damit man einfach ein bisschen mehr Platz oder... Darf ich das mal sehen, wie das geht? Selbstverständlich. Ja. Mach das mal eben. Okay, ja. Also dazu zieht man hier diesen Hebel nach oben und schiebt den Tisch raus. Dann fällt hier gleich eine Klappe runter, damit es geschlossen ist. Und dann habe ich als Rechtshänder hier auf dieser Seite einfach mehr Platz, um mich hier zu bewegen. Ja, und wenn du mal gerade den Tisch nochmal hochklappst und dich mal dran setzt, bitte, und dazu vielleicht mal gerade, Jörg, bitte mal den Jörn dazu nimmst, dann haben wir mal die Can daneben. Wir haben euch beide jetzt mal zwei große, ausgewachsene Männer, die jetzt mal kommen. Das Ganze ist so gemacht, dass ihr beide hier jetzt Karten spielen könnt an dem Tisch und dass auch wirklich große Leute daran Platz haben können. Das war, glaube ich, euch sehr wichtig, dass ihr gesagt habt, das ist jetzt kein Spielzeugauto, wo du dich noch nicht mal drehen kannst, oder? Korrekt, genau. Das war die Option. So, ich darf mal eine Kleinigkeit zeigen. Da bräuchte ich mal gerade noch mal den Hartmut. Du hast die Steckdosen gefunden. Die haben natürlich USB direkt mit eingebaut. Ja, die gibt es auch in schön, oder? Die gibt es auch in schön, genau. So, das ist hier mit drin. Ihr habt fast alle Steckdosen ausgerüstet direkt mit USB, oder? Oder alle? Nein, nicht alle. Nur da oben eine, da unten. So. Da, wo man es braucht eigentlich. Ansonsten haben wir Steckdosen, normale Steckdosen mit Klappdecke und Schalter. So, dann habt ihr noch mehr Licht. Bitte mal das Licht aktivieren. Das ist hier mit drin. Das ist mit eingebaut. Ihr habt jede Menge Außenbeleuchtung mit eingebaut. Was ist das für eine Steckdose, die hier drin ist? Das ist eigentlich eine Steckdose, wenn man das erweitern will, für eine Motorrad, also für eine Motorradhalterung. Die ist dann mit einem Motor, sodass man so eine Art Winde hat, dass man es... Komm, wir schauen es dir mal kurz an. Ja, das Geniale ist, ich komme auch hier einfach raus. Ich brauche hier keine Leiter. Das ist die Winde. Die kann man auch direkt einbauen. Die ist optional. Die ist optional. Die hatten wir schon drin. Die haben wir ausprobiert mit dem Motorrad drauf, sodass das alles funktioniert. Wir haben da eine Auffahrtrampe, die man zusammenstecken kann. Und dann ist die Winde, so wie jetzt der Fahrradträger, auf dem Boden befestigt und elektrisch bedienbar.
Du weißt, was ihr jetzt anrichtet. Ducato 9, 99.900 Euro für so ein Auto. Das ist ein Kampfpreis. Ja, das ist schon ein Kampfpreis. Ja. Gas gucken wir uns mal gerade an. Bitte mal öffnen. Da ist die Einspeisedose, habt ihr hingesetzt? Das ist die Einspeisedose, ganz genau. Ganz normal. CE-Steckdose. So, bitte. Zeitgleich, genau. Ja. Zeitgleich an den Seiten. Ich merke, du hast eine andere Öffnung bei dir, oder? Du bist Elektriker. Ich bin Elektriker, ich habe Klappen. So, 2x11 Kilo, auch da habe ich aber den Jörg schon gefragt, kann man da eventuell einen Auszug machen? Sagst du, wenn es technisch machbar ist, könnt ihr das machen? Oder? Das können wir selbstverständlich machen, Auszüge so als Tisch, damit man die Gasflaschen außen auf dem Tisch draufstellen kann und dann bequem reinschieben kann, ist möglich. So, hier unten, was ist das für eine Öffnung? Also hier hinter befindet sich Stauraum und die Kassette für die Toilette. Spannend. Auch das alles professionell. Ihr habt einen elektrischen Ablassschieber für den Grauwassertank. Ja, der Schmutzwassertank befindet sich hier unten drunter. Und hier mit diesen beiden Knöpfen kann ich den elektrischen Schieber öffnen bzw. schließen. Also So, ist wahrscheinlich kein Grauwasser drin im Moment, oder? Doch, ein bisschen was ist drin. Ist aber sauber, oder? Kommt raus. Ja. Okay. Es ist sauber. Testwasser. So, dann alle Tanks sind innenliegend hier an dem Modell. Genau, die sieht man, wenn man jetzt ein bisschen tiefer kommt, sieht man die Tanks. Die sind zwei. Einmal den Frischwassertank und einmal der Schmutzwassertank. Der ist unter Flur eingebaut, also halb unter Flur. Das ist ein doppelter Boden halt. Ne? Doppelter Boden, der mit drin ist. Ihr werdet in den neuen Fahrzeugen den Boden ein bisschen flacher machen. Das ist aber auch auf Kundenwunsch. Er kann auch den etwas höheren Boden haben. Wir werden gleich mal zeigen, wie man da reinkommt. Das Geniale ist, man kann das Fahrzeug auf Wunsch auch liefern, komplett ohne Fenster. Wenn einer sagt, ich brauche gar keine Fenster, weil ich will gar nicht auffallen in der Landschaft, dann könnte man sich vorstellen, wenn man den noch weiß macht, wenn du mal kurz mitkommst bitte, dass der später so aussehen könnte. Ja, korrekt, oder? Das ist kein Problem. Das ist kein Problem. Das ist im Grunde genommen, habt ihr die Profi Qualität, die ihr schon 10.000 Mal gebaut habt im Bereich, ich sag mal, Objektfahrzeuge, habt ihr transponiert 1:1 auf die Wohnmobilindustrie. Das hat, glaube ich, kaum jemand gemacht vorher, ne? Okay, nee, also ist mir nicht bekannt. Komm, wir zeigen das mal gerade. Also der könnte so aussehen. Ihr könntet theoretisch auch eine Riesenklappe an der Seite machen, wenn jemand Lust hat und sagt, ich möchte gerne, ich sag mal, ein Verkaufsfahrzeug haben und darin wohnen. Das würde gehen. Das würde auch funktionieren, ja. Das würde auch gehen, so an der Seite. Also das wäre möglich. Die Farbe Weiß ist sowieso bei euch eine gern genommene Farbe, weil natürlich die Wärmeentwicklung bei weißen Fahrzeugen deutlich geringer ist, oder? Ja, genau so ist es. Das macht man bei Verkaufsfahrzeugen genauso wie bei Wohnmobilen auch. Der Standard ist weiß, einfach weil der Aufbau dann nicht so viel Wärme aufnimmt und nicht nach innen abgibt. So, und das ist, ja, hier, das ist ein tolles Projekt. Wer kam denn auf die Idee mit den Wohnmobilen? Tja, das ist wohl dem Inhaber geschuldet, dem Herrn Schmidt, der eine Idee hatte und sagte, Mensch, eigentlich müssen wir die Professionalität eben auch im Camperbereich bringen. Du hast das noch nicht gehört, gell? Hier GFK Seitenkantenschutz, GFK Windableitblech, GFK, alles komplett aus GFK. Ja, korrekt. Krass. Verbindungssteifheit, Klappern, das ist auch eine Geschichte. Bei Verkaufsfahrzeugen spielt es ja keine Rolle, ja, wenn da innen mal was klappert. Aber ihr baut so, dass nichts klappert, oder? Das machen wir. Wir bauen so, dass möglichst gar nichts klappert. Höchstens der Teller im Schrank. Ja, das ist die Voraussetzung. Komm, wir gucken uns das Ganze mal an. Can, mein großes Testobjekt. Was habt ihr da rumprobiert wieder mal da hinten? Wir haben die Schiene ausgezogen für die Fahrrad. Zeig mal bitte, wie geht das? Die kann man nämlich komplett rausfahren. So, Ivo, können wir uns darüber unterhalten, dass bei dem Auto hier das, was wir sehen, dabei ist? Ist also dabei. Bei den 99.9 ja, ist dabei. Ist also auch die Schiene wäre mit drin? Ist dabei, so wie es hier steht. So wie es hier steht. So, das können wir machen. Die Klappe ist dabei, die Beleuchtung drinnen. Ja. So, dann habt ihr das, genau dieses Motorrad ausprobiert. Das geht problemlos über die Rampe rein, oder? Ja, also wir hatten auch noch was Größeres, eine BMW GS drauf. Funktioniert auch. Funktioniert auch. So, dann bitte Can mal die Klappe nochmal schließen. 1,74 Meter. Wäre natürlich jetzt... Das wird jetzt ein Running Gag. Ein Running Gag, ja. So, Klappe zu. Zwei seitliche Verschlüsse, wie wir schon gehört haben. Zusatzverschlüsse sind da. Aber auch hier alle Lippen, alle Gummisachen. Das ist alles Objekt Profi-Qualität. Ja. So, Industriequalität, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das ein geniales Fahrzeug ist, wenn ich zum Beispiel Handwerker bin. Bin zum Beispiel auf Montage, will aber auch am Wochenende mal rausfahren mit den Kids, oder? Ja, richtig, genau. So.
Sitzplätze, das ist die Frage aller Fragen. Könnt ihr mit geeigneten Sitzen und gegen kleinen Aufpreis auch einen dritten und vierten Sitzplatz einrichten? Das kann man machen. Bei diesem Fahrzeug ist es allerdings nicht mehr möglich. Der ist jetzt wirklich für zwei Personen ausgelegt. Bei einem Neubauen wären aber auch drei oder vier Sitzplätze insgesamt möglich. Das ist ein kleiner Aufpreis, muss man sagen. Je nach Sitz, der dann da nochmal reinkommt. Dann muss aber, glaube ich, auch die Tür offen bleiben. In der Mitte muss, glaube ich, eine Sicht- und Sprechverbindung nach hinten da sein. Das ist mit drin. Das wäre also kein Problem, die werden dann eingetragen. Alle Fahrzeuge im Prinzip, es gibt keine Serienfertigung bei euch oder doch? Wir haben eine kleine Serienfertigung, aber grundsätzlich ist jedes Fahrzeug individuell so baubar, wie der Kunde es wünscht. Einzelabnahme quasi dann beim TÜV später? Die Fahrzeuge werden im Einzelabnahmeverfahren dann dem TÜV vorgestellt und entsprechend abgenommen. Haben die später ein COC? Das heißt, wenn ich das zum Beispiel entsprechend exportieren möchte, Österreich und Co.? Wir liefern die Fahrzeuge auch ins Ausland, also Österreich, Schweiz, alles möglich. Alles möglich. So, komm, wir gehen mal rein. Jan. Denn es gibt was ganz Tolles, da habe ich dich mal angesprochen vor circa 6 Wochen. Du machst nämlich Halsbänder und habt sie gesagt, du müsstest mal exklusive Wohnmobiltaschen machen. Ihr habt einen Teil der Schränke, Ivo, habt ihr ersetzt durch Taschen, die ich einfach abnehmen kann. Genau. Und die ich dann quasi beladen kann zu Hause und einfach einklinke. Richtig, ja. Wir arbeiten hier mit einem Airline-Schienensystem. Die Taschen sind dann über Druckknöpfe aus der Airline zu nehmen. Wir arbeiten da mit einem Anbieter aus Deutschland zusammen. Da sind Taschen verschiedenster Größe, Art und Weise, wasserdicht oder eben auch nicht verfügbar, sodass da jeder sich seinen Kleiderschrank, seinen Stauraum so zusammenstellen kann, wie er ihn braucht. So, jetzt sieht man hier, das ist die Stufe, die ich jetzt habe. Die ist etwas höher hier in dem Fall. Die könnt ihr bei den nächsten Fahrzeugen, wird die etwas tiefer. Genau, wir haben die Möglichkeit, eben auch einen Flachtank zu verbauen, sodass wir die Stufe von jetzt ca. 35 cm so auf 20 absenken können. So, der Riesenvorteil ist allerdings, werden wir gleich sehen, in Verbindung zum Fahrerhaus ist natürlich jetzt optimal die Stufenhöhe gewählt. Hier könnte man noch eine Zwischenstufe reinmachen, wenn einer sagt, ich möchte gerne etwas smarter aufsteigen. Denn an diese, ich glaube, unten an das Element, da musst du nicht dauernd ran, oder? Nein. Das ist ein Wartungselement, das die Wartung einfach einfacher hält, aber einen Tritt davor stellen, überhaupt kein Problem. So, Küche werden wir gleich mal vorstellen. Und das Coole ist die Dusche, denn ihr habt gesagt, wir möchten gerne eine Dusche haben wie zu Hause. Und Jörg, du hast zu mir gesagt, 2 Meter die Dusche, die muss einfach funktionieren. Und das ist eine Dusche, wie man sie kennt, zu Hause, eine richtige Duschtasse mit drin. Das Ganze ist auch natürlich höher gelegt, dass das Wasser einfach ablaufen muss, hier muss nichts abgepumpt werden. Nee, das ist richtig. So, geh mal bitte rein, John. Darf's ruhig mit Schuhen. Das Bett ist nur das ganz Entscheidende. Und da habt ihr jetzt, ich sag mal, richtig Platz, oder? Ist sogar noch ein bisschen größer als im Morelo bei uns. Ist der? Ja. Krass. Geht sehr gut. So, große Dusche mit dabei. Zurzeit ein 60-Liter-Tank, aber auch da kann man upgraden. Wenn einer sagt, er möchte einen größeren Tank haben, bitte nur sagen, oder? Ja, natürlich, auf jeden Fall, das geht, das ist kein Problem. Wichtig war wirklich, dass wir eine funktionale Dusche hier haben, die man auch benutzen möchte. So, ich gehe mal gerade ganz zurück. Ich sitze jetzt auf der Toilette. Hier ist eine Zwischentür, wenn du die mal gerade schließt, bitte. Also die kann ich auch nochmal zumachen. So, die ist mit drin und... Jan, jetzt wärst du quasi in deinem Bad mit drin. Das Geniale allerdings ist, wenn du jetzt zum Beispiel aussteigst, dann kannst du durch diese Tür innen einfach nach außen gehen. Und das hat nämlich kaum ein Wohnmobil, dass man nämlich in diesem, ich sag mal, Bereich Fahrertür, die ja per se schlecht gedämmt ist. So eine Fahrertür hat natürlich nur eine einscheibige, ich sag mal, Frontscheibe. Das heißt, du hast immer dort eine Wärmebrücke mit drin und die wird einfach zugemacht. Ist eine richtige Tür. Eine richtige Tür. Ja. Auch da gibt es ein Zusatzschloss übrigens. Da kannst du dann mit dem entsprechenden Sicherheitsschloss richtig abschließen. Geh mal rein durchs Fahrerhaus und man sieht, das ist keine winzige Tür, wo ich durchkrabbeln muss, sondern ich kann quasi hier einfach durchgehen und habe dann, ja, sensationell, direkt, ganz ehrlich, ich finde das so genial. Das heißt, du steigst einfach dann nach getaner Arbeit einfach aus. Rückfahrkamera ist dabei von Dometic. Die ist natürlich an der Stelle, wo sie auch hingehört. Hier unten ist nochmal ein Thermoelement mit eingebaut. Das Ganze hier ist der Victron, der Wechselrichter mit drin. Hartmut, du hast dir viel Mühe gemacht, muss ich sagen. Und hast alles wirklich nett verbaut.
Und da ist der Victron zum Beispiel drin. An der Stelle, der brummt nämlich ein bisschen und da hört man ihn gar nicht, oder? Ja, genau. Den haben wir extra im Fahrerhaus hingesetzt, weil halt es entstehen immer Geräusche, wenn Strom produziert wird. Das ist so. Also Fahrerhaus mit drin? Hier ist sogar noch ein kleiner Schrank drin. Ein kleiner Schrank mit drin, verhängende Kleidung. Ja. So, hier haben wir einen Platz. Da ist noch ein bisschen Elektrik drin, oder? Ja. Ein bisschen, ja. Ein paar Kanäle sind da drin. Und aber da kann man noch ein... So, da sind Stühle drin. Ja. Der Tisch ist übrigens innen, das haben wir gleich mal gezeigt. Hier ist viel Platz für Stühle und Co. Die Toilette ist hier, guck mal, John. Willst du das mal sehen? Vorsicht. Und ein richtig schönes Badezimmer. Du hast eben noch zu mir gesagt, habt ihr nur einen einzigen Spiegel, weißt du noch? Hier ist zumindest mal ein großer Spiegel mit drin. Und wieder ein bisschen erstaunlich gut. So, Waschbecken mit drin. Besser als in deinem. Dankeschön. Gerne. Ja, das nehme ich. Wenn du mal so nett bist, steh mal kurz auf. Hier ist eine Ablage mit drin. Kann ich noch Sachen wie das Toilettenpapier und was weiß ich alles in der Halterung nochmal lagen. Mit einer Rutschmatte nochmal mit drin. Dometic, eine Kassettentoilette mit drin. Alle Schalter IP44 ausgeführt hier natürlich. Da ist noch ein kleines Schränkchen drin. Mach den mal bitte auf. Okay, mit viel Platz. Ja, kommen wir zur Küche. Das Kernstück auch hier, jetzt hier verbaut, ein AES-Kühlschrank mit drin von Dometic. Sehr praktisch. Entriegelung. Da ist er mit drin. Aber auch da, auf Kundenwunsch, könnte auch was Größeres verbaut werden. Aber das hat sich jetzt wirklich als optimal erwiesen. Dann viele Staufächer nochmal mit drin für Besteck und Co. Richtig ziehen? Ne, feste ziehen. Dann kommen sie raus. Ja. Pushlock mit eingebaut. So, und das Coole ist natürlich, falls man doch mal etwas zu scharf in die Kurve fährt, alle Schränke können verriegelt werden mit allen drum und dran. Eine Kocheinheit. Das ist das Material, was ihr auch in den Verkaufswagen verbaut. Ja, das ist korrekt. Genau, da gibt es aber jetzt noch Weiterentwicklung. Ja, dass wir eine leichtere Bauweise haben, dass wir noch mehr Zuladung hinbekommen. Kommt auch. Also wenn aber jemand das auf Wunsch haben möchte, sagt, ich will genau die gleiche Qualität, die kriegt er. Natürlich, kein Problem. So, hier ist noch ein Spülbecken. Mit Gas. Wir haben eben schon darüber berichtet, eine Truma Kombi ist hier mit eingebaut auf Gas. Ich zeige es dir mal gerade, hier unten ist das Bedienfeld. Das kommt natürlich jetzt das neue Bedienfeld mit dazu. Die neuen Fiats kommen jetzt auf Fiat Ducato 9, die jetzt kommen werden. Die da sind, aber ich muss ehrlich sagen, das ist ein Grundriss von der Größe her, okay, oder? Ja, natürlich. Also es gefällt mir besser, weil man keinen schmalen Gang hat, sondern den Platz besser optimal nutzen kann. Mhm. Ja. Ist natürlich nicht jedermanns Sache, weil es gibt einige, die werden sagen, naja, so ein Wohnmobil muss ja gemütlich sein, da müssen Oberschränke sein und so weiter. Es ist hier eine andere Anwendung, muss man sagen. Ja, es ist ja gedacht, ursprünglich war mal die Anwendung als Work and Travel gedacht, also Arbeiten und Reisen. Das heißt, der Handwerker fährt zum Beispiel zur Baustelle, verrichtet dort seine Arbeit und wohnt dann vielleicht sogar auf der Baustelle. Also dafür war es ursprünglich mal angedacht. So, die Jan setze ich am besten mal kurz hinten nochmal rein, dass man das sieht. Also hier habe ich so viel Platzfreiheit. Natürlich für Hunde ist das so optimal. Du kannst hinten die Tür aufmachen, hast eine Rampe mit drin. Du sagst, also hier reinigen ist hier ein Traum. Alles ist eben? Alles ist eben. Alles ist gut abwischbar, feucht abwischbar. Notfalls auch mit dem Wasserschlauch, wenn es wirklich sein muss, wäre auch denkbar. So, das ist hier mit drin. Also hier steht er, 99.900 Euro. Ihr nehmt jetzt Bestellungen entgegen. Das heißt also, die Leute können sich hier melden, können noch viele Fragen stellen, gar keine Fragen. Aber eins steht klar, ihr kriegt nur 25 MAN. Das sind alles Fronttriebler, 180 PS, volle Hütte-Ausstattung. Genau, alle volle Hütte. Wir haben allerdings auch 4 Allrad dabei. Also wir hätten auch 4 Allrad im Programm, die wir von den 25 noch anbieten dürfen. Die kosten ein bisschen mehr. Die kosten ein bisschen mehr, ist richtig. Die kommen in diesem Jahr noch, die können wir fertigen. Also stellt euch vor, genau das hier ist nämlich einer von denen. Also die, die kommen werden, haben genau diese Ausstattung hier, exakt? Ja, richtig. So, das heißt, das große Navigationssystem ist mit drin. Dann ist mit drin die Automatik. Genau. Große Motorisierung, 180 PS, die Automatik ist dabei,
Und sonst sämtliche Assistenten, die man so im Programm hat. Leder, Lenkrad, der Lichtassistent drin, der Regenassistent mit drin, Abstandstempomat war, glaube ich, auch eine ganz wichtige Sache. Ja. Ja, wichtig bei diesem Fahrzeug hier jetzt, da hat der Kunde sich die Mikrofaser- oder Stoffsitze gewünscht. Die Fahrzeuge, die wir bekommen, sind beledert. Beledert? Genau. Für 119.900? Richtig. Beledert? Ja. Okay, zwei große Fahrzeugschlüssel sind dabei, elektrische Fensterheber mit dabei. Also wirklich schon eine schöne Ausstattung, nicht die Brot- und Butter-Ausstattung, oder? Nee, ist schon vernünftig. Gut, und da kommt später noch eine Wand dran hier? Da kommt hoffentlich noch eine Wand dran, ja, das kriegen wir hin. Also, da steht's. Die Gesamtlänge vom Fahrzeug war 7,80 Meter, glaube ich. Das ist richtig, 7,80 Meter, ganz genau. So, das Ganze wird heißen Seiko 780. Wird es also auf zwei Versionen gehen, Fiat Ducato 9. Aber ich glaube ganz persönlich, wenn ich sehe, du kriegst für die 99.900, kriegst du ja die Automatik noch nicht mit drin. Die ist hier schon mit drin bei dem Fahrzeug. Ivo, für mich wäre ganz klar die Wahl, klar, 20.000 hin oder her. Aber du hast ein etwas höheres Fahrgestell hier mit drin, du hast die Automatik mit drin, du hast einen sehr starken Motor. Ja, gut, und man hat natürlich den verlässlichen MAN, der auch gut funktioniert. Ja, und du hast hier eine Besonderheit, du hast 7 Tage die Woche, 24 Stunden am Tag die MAN-LKW-Garantie mit drin. Und das ist, glaube ich, gegenüber dem Volkswagen, der ja baugleich ist, nicht der Fall. Das heißt, du hast diese Profi-MAN-Garantie, die europaweit gilt. Genau, die ist dabei. Auch einer der Gründe, weshalb wir uns für dieses Fahrzeug entschieden haben. Hier sieht man sehr schön. Also, wenn ihr Lust habt, meldet euch. Das ist, die Firma Seiko gibt es seit 30 Jahren. Ich kann es gar nicht fassen, was ihr hier auf die Beine gestellt habt. Ich glaube, das Besondere ist der Preis. Ihr habt aber zu mir gesagt, ihr wollt den Preis so machen, ich sag mal, was es auch wert ist, was ihr auch bei den Verkaufsfahrzeugen verlangt. Ja? Ja. Ihr müsst den jetzt nicht künstlich um 30.000, 40.000 Euro hochschießen. Ne? Nee, das ist nicht die Idee. Wir wollen da das gleiche Preisgefüge wie auch in unserem Verkaufswagenbereich beibehalten, wollen fair damit umgehen. Qualität kostet natürlich auch etwas, da bleiben wir so dabei. Aber wir wollen fair zu allen unseren Kunden bleiben. Also eins muss man ganz klar sagen, das ist für eine Person bei 3,5 Tonnen denkbar und machbar, gar keine Frage. Aber wenn ich mit zwei Personen oder am besten noch mit drei Personen unterwegs bin, ich glaube, da muss man auflasten. Ja, das ist korrekt. Ja, und das ist auch möglich, bitte da informieren. Geschieht meistens über Luftfederungen. Bei dem Fiat Ducato läuft es anders. Ihr habt dort ein Maxi-Chassis, was ihr verwendet. Das heißt, es wird ein bisschen teurer per Werk. Und da macht ihr das nicht über Luftfederung, weil der Rahmen tief ist. Gell? Ja, das gibt also das Fahrwerk selber her, diese 4.250 Kilo bei dem Fiat Ducato. Wenn es ganz groß werden muss und es soll richtig schwer werden, dann wäre auch noch ein 6,9 Tonner. Das geht. Wirklich. Das geht auch. Also das wäre dann ein Fahrzeug mit einer Tandemachse. Das heißt, hinten befinden sich zwei Achsen und dann ist eine Auflastung bis 6.900 Kilogramm möglich. So. Das ist das erste Projekt, so muss man sagen. Und das Ganze wird sogar lieferbar sein. Die ersten Fahrzeuge werden an die Kunden übergeben schon im Jahr 2023. Genau. Die meisten werden kommen. Die Fahrgestelle werden wann ungefähr eingetreten? Na, wir rechnen so Anfang zweites Quartal mit den ersten Fahrzeugen, sodass wir Ende zweites Quartal die ersten Fahrzeuge... Also März, April, Mai werden die ungefähr eintreffen, genau. Sodass Ende dieses Jahres die ersten Fahrzeuge ausgegeben werden. Das Ganze macht ihr schon wirklich ewig. Wie viele Leute sind bei euch beschäftigt? Knapp 90 Leute. Ihr habt Spezialisten für alle Bereiche, oder? Richtig. So, Tischlerei, Elektrik. Ihr könnt schweißen? Können wir auch. Können auch schweißen. So, ihr habt eigene Maschinen. Sollen wir uns die mal kurz angucken? Hast du Lust? Ja, gerne. So, dann kommt mal alle mit. Denn da vorne ist übrigens ein neues Projekt. Das wird ein schwereres Fahrzeug werden, Atego. Denn ihr wollt euch auch mal an ein großes Fahrzeug ranwagen. Das Ganze soll fertig werden im April. Ja, im April, genau. Soll der startklar sein. So, und der kriegt auch einen Koffer hinten drauf, auch mit Durchgang, mit allem drum und dran. Ihr wollt es wirklich wissen, oder? Naja, wenn, dann schon richtig. Dann schon richtig. So, du gehst mal bitte vor. Wo soll man hingehen? Links. Gehen wir hier rein. Hier sind die Plattenfertigung. GFK. Stopp, wenn du mal ganz kurz wartest. Das ist die GFK-Schutzschicht. Genau, das ist die Schutzschicht. Ziemlich dick. Das heißt, ihr macht die ganzen Wände komplett selber? Wir machen es komplett selber, ja. Schaum, ihr presst sie zusammen. Ihr habt mir erzählt, das Thema Kleber ist ein heißes Thema. Denn ihr seid unglaublich davon abhängig, dass der Lieferant auch immer die exakt gleiche Qualität liefert, oder? Das ist korrekt, ja. Die Chance muss jetzt stimmen. Und Temperatur ein wichtiger Faktor beim Kleben, oder? Ja, natürlich, klar. Aber okay. Das ist ein eingespieltes Team. So, was ist das hier? Was sieht man hier? Das ist die Presse. Die Presse? Letztendlich. Hier wird das Ganze... Mal rüber. Hier wird GFK auf die Schaumstoffmatte aufgesetzt.
und dann gepresst. Dann gepresst. Geklebt und gepresst. Anschließend, wie lange ist sie da drin? Also diese Presse ist, das ist eine Presse, die arbeitet im Unterdruckverfahren. Man sieht hier oben drauf diese Folie, diese hier. Ja. Die liegt dann nachher wirklich oben richtig einmal komplett drauf. Muss auch darauf geachtet werden, dass sie richtig drauf liegt. Und dann wird die Luft unterhalb der Folie abgesaugt. Man hat gesehen, in dem Schaum sind Rillen drin. Ich kann das nochmal zeigen. Also diese Rillen. Der Schaum liegt oben auf der Rille drauf und die Rille ist dafür da, um überschüssigen Kleber und Luft abzusaugen, sodass man wirklich eine richtige Top-Verbindung zwischen dem Schaum und dem GFK hat. So, und da vorne stehen ganz viele Platten, die schon fertig sind. Wie kommt denn anschließend das Loch in die Platte? Das Loch, das kommt in die Platte durch einen Fräser oder durch eine Bohrmaschine, wie man es gerade dann braucht, je nach Fertigung. Da unten, das ist wahrscheinlich das Bodenmaterial? Ja, also ich zeige mal mit dem Finger drauf. Das hier ist das Bodenmaterial. Das ist also eine Wabe in der Mitte, außen und innen wieder mit einem GFK-Laminat. Das ist unglaublich belastbar, oder? Das ist total belastbar. Da sind wirklich große Kräfte möglich. Und das Gute ist ganz einfach, es ist unverrottbar. Es ist ein GFK-Laminat und da kann kein Wasser eindringen. Das hält ewig. Das ist genau das Material, was auch verwendet wird im Camper später? Das gleiche Material wird im Camper verwendet. Das haben wir vorne ja auch schon mal gesehen. Das hier sieht man wieder eine Wand oder ein Fahrzeugdach, je nachdem, was man möchte. Es ist in dem Fall sogar beschriftet, es steht Dach drauf, dann wird es auch irgendwann mal ein Dach. Luft ist ein guter Isolator, das habe ich gelernt, wenn sie denn praktisch abgeschottet ist. Das ist hier der Fall beim Boden, das heißt, die kalten Füße sind nicht so kalt, oder? Die kalten Füße werden nicht kalt, weil eben eine entsprechende Isolierung da ist. Wenn man wirklich vorhat, in den Norden zu fahren oder überwiegend im Norden zu sein, man möchte eine Zusatzisolierung haben, ist auch das möglich. Okay, einfach nur sagen, also ihr könnt das liefern. Wichtig ist ja jetzt hier, wir drehen das Video ja so, ich meine, ihr habt jetzt mal einen Vorschlag gemacht, der mir gut gefällt, aber wenn der Kunde sagt, hätte ich aber gerne ein bisschen anders, die sollen sich ruhig melden, oder? Ja, natürlich, klar, gar kein Problem. Also zum Beispiel, ich möchte gerne eine große Klappe an der Seite haben, dass ich, ich sag mal, einfach aufklappen kann und rausgucken kann. Sowas könnt ihr machen. Eine große, zwei kleine, drei kleine, wie der Kunde es möchte. Okay, klasse. So, hier links ist auch noch was? Das ist die Schlosserei. Die Schlosserei, okay. Wo wir die Fahrgestelle bauen. Und auch ihr baut die selber, die Fahrgestelle? Ja, die Tiefrahmen bauen wir selber. Schlosserei, hier bauen wir alle Rahmen, alles Zubehörteile aus Stahl, die unser Fahrzeug benötigt. So, das da. Kantpressen. Eine Kantpresse. Alles da. Das ist jetzt dein Bereich so ein bisschen, oder? Geht. Ich sag mal so, dass... als Maschinenbauer ist das schon mal manchmal ein bisschen... Du bist nämlich Maschinenbauer, hast du mir erzählt. Du kennst dich gut aus mit entsprechend mit Metall. Ein Hammer und Bohrer, das ist dir geläufig, oder? Ja, korrekt. So, was ist hier zu sehen? Ja, hier sind so die ganzen Maschinen, Andruckbiermaschinen und Rahmen, die wir bauen, die schon verzinkt sind. Die werden hier noch nachbearbeitet. Da kommen dann auch die Achsen dran. So, der Rahmen, den ihr selber baut, ist immer, der kommt ins Tauchbad dann anschließend. Genau. Macht einen Dienstleister, Verzinker. Komplett. So, hier, das alles habe ich noch nicht gesehen, muss ich sagen. Hier fahrt ihr hoch. Was ist hier zum Beispiel zu machen? Was könnt ihr machen? Ja, hier ist so eine kleine Auffahrrampe, wenn wir da irgendwie unter dem Fahrzeug was machen müssen. Hm. Servitierung. Ihr habt euch nicht auf den Zufall verlassen, sondern ihr habt in ganz Deutschland Servicestellen. Wir haben einen Partner in Deutschland verteilt und dort kann man jederzeit hinfahren. Wir vermitteln auch entsprechende Partner, die dann einfach unterstützen. Also ihr seid ja recht hoch im Norden hier in der Nähe von Bremen. Wenn ich jetzt aus München komme und habe man zum Beispiel einen Schaden jetzt am GFK, man kann eine Spot-Reparatur auch beim GFK machen von Leuten, die sich auskennen, oder? Ja, das kann man selbstverständlich machen. Unsere Fahrzeuge sind da ja bei jedem entsprechenden Händler oder bei jeder entsprechenden Werkstatt kompatibel reparierbar. So, ich folge mal dem Jörn. Hier kann man das, unser Profil sehen, was wir rundum auf den Fahrzeugen drauf haben. Das oben drauf? Genau, oben Alu drauf. Alu ist das dann? Genau, seitlich dran, überall dran. Hm? Okay, weil wir nämlich eben gesagt haben, GFK, es ist ein Alu-Profil, was oben drauf ist. Das ist jetzt hier Alu, aber es ist auch hier GFK. Es gibt auch okay. Okay, also drüben an den Camper war jetzt GFK drauf? Korrekt, ja. So, es habt ihr einmal als GFK und einmal als Alu? Ja, genau, korrekt. Okay, verstehe. Gut.
auch das habe ich verstanden. Sag mal, wenn jetzt ein Kunde sagt, ich möchte gerne noch ein umlaufendes Profil drumherum haben, dass die Klimaanlage zum Beispiel nicht mehr sichtbar ist oder irgendwas anderes, das ruhig melden. Also ich sag mal, Upgrades und so, das könnt ihr schon machen. Also wenn der Kunde spezielle Ideen hat, spezielle Wünsche hat, um etwas zu verdecken oder aufzubauen, zu verzurren, also es wäre ja auch denkbar, dass man ein Kanu aufs Dach draufbringt. Auch das ist denkbar. Einfach melden, sagen, was man möchte. Wir prüfen, was machbar ist und wir versuchen, alles machbar zu machen. Sehr schön. Auch zum Beispiel das Blech außen, was wir angebracht haben, eben das Riffelblech. Wenn einer sagt, das finde ich cool, das hätte ich gerne umlaufend, ruhig nennen. Ihr habt die Leute hier, das ist keine große Sache, oder? Nee, natürlich nicht. Und jeder hat eine andere Idee, was er machen möchte. Der eine möchte sein Fahrrad dagegen stellen, wie auch immer. Komm, wir gehen mal weiter. Es geht hier links noch weiter, eigentlich wo? In den Hallen? Oder ist hier langsam Schluss? Ihr habt noch ein paar. Ein bisschen was haben wir noch. Das ist dann hinten der eigentliche Zusammenbau der ganzen Komponenten. Dann können wir hier links mal einfach langlaufen. Kurze Frage, was ist das da für eine Maschine? Das ist eine Schere, eine Tafelschere. Eine kleine Schere, genau. Okay. Okay. So, Can, bitte kein Finger. Ja. In die Schere. Aber ich nehme an, dass der Arbeitsschutz ist natürlich ein Megathema hier. Ihr wollt ja nicht, dass täglich die Leute hier ums Leben kommen. Nee, das wollen wir nicht. Ihr habt... Genau. Ach, ihr macht auch Anhänger. Wir machen auch Anhänger, genau. Verkaufsanhänger fertigen wir eben auch. Haben wir nachher auch für den Rock mit vorgesehen. Und hier findet dann eben so der Zusammenbau, Reparatur, solche Themen. Also vielleicht ein ganz wichtiges Thema. Wir werden noch demnächst ein weiteres Video machen, vielleicht nicht heute, weil das gart noch ein bisschen, das ganze große genau, Thema. Genau, das ist ganz neu. Es gibt Anhänger nämlich demnächst, Campinganhänger von euch. Genau, richtig. Da müssen wir noch ein bisschen die Köpfe ineinander stecken, gucken, was wir da genau machen. Ja. Aber da kommt was. Da kommt was richtig Geiles. Wir haben heute Morgen mal drüber geredet. Da seid ihr auch wirklich offen. Das Geniale ist, ihr baut immer die gleiche Qualität. Hier sieht man es eigentlich, wenn du jetzt hier eine Klappe reinbaust, zum Beispiel in der Breite, in der Höhe, da kommen unglaubliche Kräfte zusammen, oder? Ja, das ist richtig. Allein die Windkraft, wenn es mal richtig weht, oder? Ja, so. Das kommt. Das wird gebaut. Ihr macht das schon ewig. Das hier ist so ein kleines Epizentrum für diese Fahrzeuge hier. Das heißt also, hier hat sich so ein bisschen das geballte Wissen von ganz Europa ein bisschen zusammengezogen. Ihr seid einer der Marktführer, oder, für die Fahrzeuge? Ja, richtig. So ein typisches Fahrzeug, da ist natürlich der Einbau, der kostet auch ein bisschen Geld, oder? Ja, klar, das ist immer das Entscheidende, ne? Was die Leute haben wollen. Da sind jetzt irgendwelche Platten drauf für Krebs, wie auch immer, für Würstchen, Grill ist drauf. Ja. Das, was der Kunde möchte. Die Leute, die haben es ja sehr schwer gehabt während der Pandemie. Da war ja, ich sag mal, die ganzen Märkte waren teilweise abgesagt. Das habt ihr auch gemerkt, oder? Ja, natürlich, klar. Das bleibt auch an uns nicht hängen. Überall war es da und dann... Krass. So, und das ist jetzt der Bereich. Was geschieht hier ganz genau? Ja, da drüben sieht man Fahrzeuge im Neubau. Dort werden also wirklich komplett neue Fahrzeuge gebaut. In diesem Fall sind es Verkaufsfahrzeuge. Hier sieht man einen, wir gehen gerade auf einen Imbissanhänger drauf zu. Also ein Fahrzeug, aus dem man später Pommes, Bratwurst, Currywurst entsprechend kaufen kann. So, das heißt, der Anhänger, der später gefertigt werden soll, der Campinganhänger, der wird auch in dieser Qualität gefertigt? Der wird in genau der gleichen Qualität gefertigt. Ich glaube, ich weiß, warum ihr das so macht, weil ihr das nicht anders könnt. Wir können es einfach nicht anders. Wir haben schon den Anspruch, dass auch ein Wohnmobil oder ein Camperfahrzeug in der gleichen oder wenn auch besseren Qualität als ein Verkaufsfahrzeug gebaut wird. Man sieht hier sehr schön, ihr könnt bei den Holzfarben natürlich ein bisschen variieren. Das ist so, wenn einer sagt, ich will es komplett in Weiß haben, kein Problem, einfach nur sagen. Also im Moment seid ihr noch relativ offen, weil ihr seid noch ein bisschen in der Findungsphase. Aber das Holz ist relativ oft in Benutzung, oder? Ja, das ist richtig. Und wir haben wirklich verschiedene Dekore, die wir da verwenden können. Plus der Kunde, wenn er das wünscht, bekommt er das. Okay, also auch hier die Bodenbeläge. Wenn einer sagt, ich will hier so einen extrem belastbaren Industrieboden haben, unbedingt, auch das geht. Natürlich, klar. Hundetechnisch, wenn da jetzt... Okay, ja, ich frage ja nur. Es ist ja, normalerweise ist das ja immer ein Riesenproblem, dass Leute sagen so, pack dich abseits. Das kann man ja auch verstehen. Wenn du jetzt eine Massenproduktion hast und du musst mal, ich sag mal, die Böden einkaufen, da kauf mal vielleicht für 2.000, 3.000 Fahrzeuge Böden ein. Ja, das ist richtig. Das ist auch Lebensmittelindustrie. Das soll man nicht vergessen. Das muss alles rein sauber zu machen sein, reinigerbar. Also, ja.
So, da vorne ist schön was zu sehen. Was sind das hier für Tafeln, die habt ihr selber gebaut für euch? Ja, das sind für uns einfach Tafeln. Wenn man auf die andere Seite geht, dann könnte dort eine Zeichnung hängen. Also dort befinden sich Unterlagen für den Bau von Fahrzeugen. So, ich gehe mal gerade ein bisschen weiter weg, dass man nicht viel erkennen kann. Da sind die Baupläne mit drin und da sind wir schon beim Thema. Ihr macht nichts irgendwie am Reißbrett oder ich sag mal, überlasst irgendwas dem Zufall. Ihr kennt die Fahrzeuge schon, bevor sie gebaut werden. Ja, wir kennen die Fahrzeuge tatsächlich, bevor sie gebaut werden. Wir haben ein 3D-Programm und dort kann man auch den Kunden einladen. Der kann sich das Fahrzeug theoretisch auch vorher am Reißbrett anschauen. Also auf Wunsch ist auch das denkbar. So, es ist wahrscheinlich 12 Uhr. Ich glaube, es ist später. Ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, ob keine Uhr dabei. Nicht so schlimm. Es ging ja auf jeden Fall gerade eine Glocke, die hier mit drin ist bei 90 Leuten. Ist natürlich einiges zu tun. Das ist ja ein typisches Verkaufsfahrzeug. Ich wusste gar nicht, dass es die auch in Schick gibt. Ja. Ich dachte, die wären immer so. Das ist aber die ganz neuen. Die haben natürlich neue Trends mit eingebaut. Da geht ihr voll nach. Wie kommt das an bei den Kunden? Gut. Ja, also das sind hier so unsere Kleinserien. Wir fertigen meistens 4 bis 6 Fahrzeuge davon gleichzeitig. Und dann eben, wie die Kollegen schon sagten, auf Kundenwunsch, verschiedene Dekore, Anordnungen, Kühltheken, weniger Glas, mehr Glas. Könnt alles machen. Ja. Cool. So, jetzt bin ich ja mal gespannt. Auch hier natürlich im Verkaufsfahrzeugsektor habt ihr im Bereich Elektrik Victron jetzt im Einsatz. Das heißt, das ist eine sehr zuverlässige Technik, kennen wir auch im Campingbereich. Du bist sehr zufrieden. Ich bin sehr zufrieden damit, ja. Vor allen Dingen kann man es auch individuell einstellen. Mit einem Laptop und das passt wunderbar. Das Coole ist, wenn einer sagt, ich hätte gerne zum Beispiel 2 Stück mit drin, ich brauche ganz viel Leistung, da ist er bei dir richtig, oder? Da ist er bei mir richtig, ja. Ja, einfach nur fragen, was er gerne hätte. Genau. So, ja, dabei serienmäßig, was hast du jetzt verbaut in dem anderen? Was war da nochmal? Ne? In dem Rockhammer ein 1600 VA, Wechselrichter verbaut. Der kann punktweise ein bisschen mehr? Der kann, ja, kurzzeitig mehr und im Allgemeinen sagt man so, 100 Watt weniger ist immer gut für den. 1,6 kW kann ich entnehmen, auch punktweise ein bisschen mehr. Das heißt, also zum Beispiel jetzt ein Föhn im Wasserkocher, das geht alles. Da wird es eng. Dann wird es eng. So, man kann dann sollte man schon auf 2000 oder den 3000er Wechselrichter verwenden. Und ganz kleiner Aufpreis, dann geht das auch. Genau. Also die Victron-Technik ist nicht so teuer, wie man glaubt. Nee, also das ist alles preisbezahlbar. Leistung ist das schon gar nicht so schlecht. Also gibt es auch wesentlich billigere, aber die sind halt von der Qualität nicht so gut. Ja, Victron ist schon was Feines. Mhm. Batterien habt ihr im Moment auch von Victron? Wir haben Batterien von Victron, die Lithium-Batterien, die 160er. Mhm. Teilweise haben wir aber auch noch welche von den anderen Herstellern. Und das sind aber dann die G-Akkus, die wir hier in den Verkaufsfahrzeugen mehr oder weniger öfter einbauen. So, jetzt war noch eine Halle neben dem, wo der drin stand, der Camper gerade eben. Sieht man da noch was? Die Tischlerhalle. Die Tischlerhalle. Ja. So, sollen wir da mal reingehen? Na klar, können wir hin. Dann machen wir das mal. Denn ich blockiere gerade für mindestens 10.000 Euro Arbeitsleistung übrigens, ja, mit 5 Leute. Aber ich wollte euch das nicht vorenthalten, denn die meisten haben sowas noch nie gesehen, dass Wohnmobile in einer Halle gebaut werden, die normalerweise, so können wir gerne machen, auch so. Da das liege GfK. Sensationell. Das heißt, ihr kriegt wirklich Profi-Qualität, die gedacht ist, für Haltbarkeiten von 20, 30 Jahren kriegt ihr jetzt im Camperbereich. Das ist gut. Ich dachte nämlich auch, warum soll ich 7 Stunden fahren, wenn es nichts zu erleben gibt? Ja. Genau. So, ich gehe mal ganz kurz hier rein. Entschuldigung. Da ist es. Ihr habt ein Riesengelände. Ja, genau. Das ist hier unsere Produktionsstraße, würde ich mal sagen. Wir laufen gerade auf das Hauptgebäude zu. Warte, also ich zeige mal gerade, da vorne sind auch entsprechende Fahrgestelle hier drunter. Genau, die lagern wir hier draußen. Rahmen. Genau, das sind die Flachrahmen, die eben an die Chassis dann geschraubt werden, wenn wir sie bekommen. Ja, genau, das sind jetzt hier links die Hallen, durch die wir gerade gelaufen sind. Und dann ist das schon ein bisschen Weg, bis wir bei den Tischlern ankommen. So, der Kollege sagt, ein bisschen Vorbereitung wäre schön, aber so sieht man auch mal die Weitläufigkeit von unserem Gelände. Jo. Das heißt, die Kunden, ihr habt nichts zu verbergen. Wenn einer mal herkommen will, ruhig vorher natürlich einen Termin machen am besten. Ja, man kann gerne auch einfach klingeln, einen Kaffee haben wir schon da. Und eigentlich jemanden, der einem dann mal was zeigt, kriegen wir auch hin. Wenn ich aber von weiter her komme, am besten einen Termin machen, dass die Leute auch da sind, dass ihr den Camper auch da habt. Du bist jetzt unterwegs mit dem Camper, du fährst wahrscheinlich damit zur CMT, ja, oder? Wir sind auf der CMT mit dem Fahrzeug, vermutlich vom 14. bis 17. Vor Ort anzutreffen. Du weißt noch nicht, wo du stehst auf der CMT? Noch nicht direkt, nee. Auf dem Parkplatz, meine ich. Ja, ist so.
Du bist da kein Aussteller, muss man sagen. Du gehst Nein. selber gucken, aber du hast das Auto dabei. Genau, ich bin mit dem Fahrzeug unterwegs. Wie gesagt, wir wollen ja auch testen, gucken, was können wir noch machen? Können wir noch was lernen am Fahrzeug? Wollen wir was verändern? Okay. Das heißt, wenn es jemand unbedingt sehen möchte auf der Messe, der kann dich ruhig anrufen. Ja, jederzeit anklopfen, Hallo sagen, mich anrufen im Vorfeld. So, er winkt, Halle 6. Danke, John. Sonst wäre er wahrscheinlich noch einen Kilometer weiter gelaufen. Boah, was ist das denn für ein Ding? Das ist eine Säge. Guck mal, Can, stell dich mal gerade daneben, dass man mal, wie die Streichholzschachtel, den Vergleich hat. Hallo, John. Sag mal, ihr seid ein Riesenladen. Das ist, ich kenne das so nicht. Ja, hier kann man Kanten an den Holz anfahren. Hinten ist ein computergestütztes Zuschneidmaschine, dass man wirklich ganz genaue Arbeiten machen kann. Du bist jetzt kein Holzmann, du bist der Elektriker. Muss ich zur Sicherung. Hier vorne sind wahrscheinlich die Kanten, oder? Das sind die Kanten, genau. Okay. Kann man verschiedene Stärken, je nachdem, wie dick das Holz ist. Oder auch. Ich bin ein ganz fürchterlicher Handwerker, ich gebe es offen zu. Das sollte man besser den Leuten überlassen. Das würde ich auch, ja. Also das, da traue ich mich auch nicht bei. Also das sollten der Tischler machen, der das immer macht, ja. Das Wichtige ist, computergesteuert, ganz wichtig, ihr könnt alles reproduzieren, was ihr einmal entwickelt habt, oder? Ja, das ist richtig. Okay. Cool. Lange Plattenreste, diverse Dekore. Ich bin echt so gespannt, wie das einschlagen wird. Das ist kein Lockpreis. Ihr habt gesagt, das ist ein ordentlicher Preis, damit könnt ihr kalkulieren. Genau. Auch, ich sag mal, mit den 119, 900. Auch dich nochmal, an dich nochmal die Frage, wenn du das siehst in der Industrie, was teilweise da angeboten wird für viel mehr Geld, kannst du das nachvollziehen? Nicht an jeder Ecke. Die Grundidee dahinter kann ich nachvollziehen, aber wir sagen eben, wir wollen mit fairen Preisen umgehen. Wir brauchen faire Preise, damit wir eben auch gewährleisten können, in 10 Jahren noch da zu sein, damit der Service an den Fahrzeugen noch getätigt werden kann. Wir glauben, das ist ein vernünftiger Preis, den wir da aufnehmen. Es ist Angebot und Nachfrage, das heißt also, wenn ähnliche Firmen, so wie ihr das macht, dann auch seht, dass es bei euch funktioniert, werden die auch produzieren, dann wird sich der Preis einpendeln, du kennst das, ja, und wenn man dann natürlich mit irgendwelchen Mondpreisen arbeitet, dann, ich sag mal, bist du am Schluss mit den Preisen, du bleibst drauf sitzen und ihr habt gesagt, komm, wir nehmen ordentliche Qualität, MAN, ihr habt ordentliche Seitenwände, ordentliche Verarbeitung und so weiter, das wird sich später auszahlen. Ich bin mal sehr gespannt, weil der Markt im Bereich Camping geht ja eigentlich nur immer nur nach oben, dass da einer mal hingeht und sagt, okay, wir machen da mal, ich sag mal, sinngemäße Preise für solche Fahrzeuge, oder? Ja, wir sind gespannt, was passiert. Wir freuen uns auf die Reaktion und dann schauen wir. So, der MAN, der 4x4, bin ich mal sehr gespannt. 4 Stück habt ihr da, 25 Fronttriebler habt ihr da, alle schön ausgestattet. Ja, genau, richtig. Alle volle Hütte, würde man sagen, hier im Norden. So. Wenn einer sagt, er möchte gerne die Dachklimaanlage haben und so weiter, das ist kein Thema, das wird auch normal verbaut in den Verkaufsfahrzeugen. Ne? Natürlich, kriegen wir hin. So, hier? Hier ist die Möbeltischlerei, hier werden die Möbel gefertigt, geleimt, geklebt. Macht alles selber? Ja, kompletten Aufbau. Das hast du ja nicht mehr so oft, dass alles selber gemacht wird. Nee, aber im Idealbau muss das eben sein. So, und das ist die Qualität, die später rausgeht. Da vorne ist zum Beispiel jetzt ein Laufzettel dran, oder? Ja, korrekt, genau. Für die Fahrzeuge, die wir jetzt in der Produktion haben. Die Vorfertigung, bevor es auch rüber zum Einbau geht. So, jemand will auch rot? Gibt's auch. Gibt's auch, okay. Wenn der Kunde es haben möchte. Korrekt. Das ist der Geschmack. Ist ja teilweise, passt denn eben das Rot, weil die ganze Branche hat vielleicht Rot. Und dann hat er gesagt, nö, will ich haben. Richtig, genau. Da sind wir flexibel. So, Ivo, wir müssen mal über ein ganz wichtiges Thema reden. Das Thema zu stark auf den Kunden einzugehen, darüber haben wir gesprochen. Wir haben eben noch gesagt, naja, die Holzfarben könnt ihr wählen und so weiter und so fort. Was ist denn jetzt konkret wählbar? Kann man Holzfarben wählen? Ja, kann man. Also die Chorfarben sind veränderbar. Wir können über den Fußbodenbelag reden. Solche Wünsche wie die Klima nachträglich nachrüsten, alles kein Thema. Zum Beispiel sagen jetzt, der Wagen, der soll jetzt mal 2 Meter länger werden, das geht nicht. Nee. Also wir haben jetzt bei dem nicht. Na, bei dem nicht. Wir haben unser Grundprinzip. Wir wollen natürlich auch mit der Qualität, die wir kennen, arbeiten. Unsere Koffer haben bestimmte Maße, die sind vorgegeben, aber innerhalb des Koffers haben wir, glaube ich, schon viel Spielraum und Gestaltungsfreiheit. Also Fußboden wäre kein Problem. Außenfarbe, ihr habt selbst eine Lackiererei, könnt selber lackieren? Ja, wir lackieren selber. Ist sie hier in der Nähe, die Lackiererei? Oder? Die ist 5-6 Kilometer weg. 5-6 Kilometer weg, das heißt, ihr bringt die Autos... 5-6 Kilometer. Okay, 5-6 Kilometer weg. Ihr bringt die Autos dahin, lackiert die dann? Ja, korrekt. Und dann. Okay, krass. So, Can, dein Fazit. Gut.
Das Coole ist, du kannst ja alles anfassen. Du hast irgendwie schon das Gefühl, Made in Germany, das hat hier noch einen Stellenwert, oder? Das Ding für mich ist aber auch, dass ich es auch fahren kann. Ja. Das ist auch einer der 3,5 Tonnen. Genau, weil ich andere Fahrzeuge gar nicht fahren kann. Und da nehme ich es definitiv in Kauf, halt weniger drin zu haben. Für mich viel besser, weil ich Hunde besitze und mehr Platz zu haben. Und aber auch eine gute Qualität aus Deutschland. Okay, das heißt 500 Kilo Zuladung, das würde dann langen. Was wiegt so ein Hund bei dir? 35 Kilo. Also 100 Kilo, wenn die Hunde wiegen, plus Zubehör und alles. Das würde eng werden, aber es würde noch gehen, oder? Ist machbar. Auf jeden Fall. Okay, das heißt, du würdest dich dann daran halten. Ich bin mal sehr gespannt. Ihr seid in Rothenburg ob der Wümme. Wümme ist ein Plus? Ja, genau, ist ein kleiner Fluss hier. Man kann kommen mit dem ICE, glaube ich. Die ICE-Strecke ist direkt neben euch, aber nicht der Bahnhof, oder? Ja, so ungefähr. Mhm, genau, das ist ein bisschen weiter weg, aber alles noch in der Nähe. Alles noch in der Nähe. Hamburg, wie weit weg? Circa 100 Kilometer. Bremen? Auch circa 100. Circa 100 Kilometer, jeweils 100 Kilometer. Das heißt, ihr seid schon ein bisschen ländlich hier, oder? Naja, ein klein wenig. Ein wenig ländlich. So, da ist es. Also, wie soll man denn jetzt vorgehen? Wir haben jetzt den Preis allokiert. Ich glaube sogar, ihr meint es ernst. Ja. Also die Qualität, neue Fahrzeuge, Fiat Ducato 9 sprechen wir. Das Auto, was wir gesehen haben, ist sofort lieferbar. Ja. Wenn einer Interesse hat, kann das gleich kriegen. So, Preis ist verhandelbar, sage ich jetzt mal. Wenn einer sagt, der will es dann haben, da werdet ihr schon einig. Ja, finden wir eine Lösung. Finden eine Lösung. Also angesetzt mal 99,9 und hinten der Träger ist mit dabei. Aber ruhig mal reden, denn die 9 kommen ja auf dem 9er, sage ich jetzt mal. Ihr werdet euch einig. Ich denke auch. Ja. So, das ist so. Ein bisschen Kilometer hat er ja drauf und das ist mit dran. So, bedeutet, man meldet sich bei euch. Ihr habt jetzt, ich sag mal, ihr seid ja nicht drauf eingestellt, dass am Tag jetzt hier 20 Leute anrufen. Am besten eine E-Mail schreiben an, was soll man die schreiben, an welche Adresse? An info@seiko.de. C, Seiko. Genau, wir blenden das, glaube ich, am besten auch noch mit ein. Ja, E-Mail ist schön. Dann so, haben wir ich blende es mal gerade mit ein, ja, dass man das sieht, denn du weißt ja, ich werde die entsprechend nicht mehr nachbearbeiten, die Videos. Seiko, S-E-I-C-O, nicht wie die Uhr, die ist, glaube ich, mit K, oder? Ja, die ist mit K, wie mit C, genau. Also wenn man eingibt Seiko, was gibt man in Google ein? Seiko Wümme oder Seiko Fahrzeug? Seiko Rothenburg, Seiko Wümme, dann findet man uns eigentlich gleich ganz oben. Also Seiko.de. Genau. S-E-I-C-E.de und dann die info@seiko.de. Darf ich anrufen? Ihr dürft auch anrufen. Okay. Ja, wir kriegen das hin. Also macht mir einen Gefallen, ja. Schreibt, wenn ihr Interesse habt, eine E-Mail bitte. Alle werden zurückgerufen, versprochen, richtig? Natürlich. So, es ist so. Auch zeitnah, ihr werdet euch drum bemühen. Aber ich habe das bei einem ähnlichen Fahrzeughersteller gemacht, ja. Da haben dann wirklich dann, ich glaube, 500 Leute montags angerufen und haben gesagt, ja, gibt es das auch in Braun? Ja, es gibt es auch in Braun, es gibt es auch in Silber. Die Metallic-Farben kosten auch nicht mehr. Also das ist alles geklärt. Ihr wollt volle Hütte machen, 1,6 kW Wechselrichter drin, Lithium mit drin, Solar mit drin. Es wird ein Datenblatt geben nächste Woche? Ja, richtig, genau. Okay. So. Ihr wisst, was ihr jetzt angerichtet habt? Ich denke schon. So, okay, dann werden wir das mal sehen. Also Hut ab, hast du gut konstruiert. Ich finde das Fahrzeug klasse. Wäre das eins für dich oder du bist jetzt nicht der große Camper, oder? Ich bin nicht der große Camper. Das heißt, es stimmt nicht ganz. Ich bin schon ein großer Camper, aber ich bin mit dem Zelt unterwegs. Echt? Mit dem Zelt? Ja, tatsächlich mit dem Zelt. Lang schon? Aber, ja, schon sehr lange. Aber mit unserem Fahrzeug würde ich auch losfahren. Jetzt auf losfahren. Das hat was, denn es ist, ich sag mal, auch anwendbar im Alltag. Das finde ich total klasse. Wenn einer sagt, komm, kannst du mir mal helfen beim Umzug oder mal auf die Müllkippe fahren? Das hat ein riesen Ladevolumen, oder? Auch das ist denkbar. Ich bin noch nicht auf die Idee gekommen, mit dem Fahrzeug Müll zu transportieren, aber warum nicht? Entrümpelung Dachboden, kann ich nur sagen, was da zusammenkommt. Prima, ja. Das ist wirklich die Top-Idee. So, super. So, da sind wir. Also, Can, mal gucken. Also, ich habe schon eins. Wenn das jetzt erfolgreich wird, wir werden einen kriegen. Ja. Das ist so, auf jeden Fall. Und den werden wir dann, ich denke, so Mai oder irgendwas auch hier holen. Aber es kommt noch was Besseres. Wenn der Artego fertig ist, muss ich eh noch mal hier vorbei. Genau, kann man dann vielleicht ein bisschen mehr sehen? Beim Artego? Nee, von dem anderen. Vielleicht sind die ja schon früher da. Oder den einen baut ihr jetzt schon um, oder? Genau. Also, wir haben, denke ich, ab Mitte Februar was hier, was wir zeigen. So, vielleicht komme ich ja dann nochmal und dann können wir nochmal einen Kompakttermin machen. Ansonsten wirst du mich am Laufenden halten. Wir sehen uns auf der CMT. Genau, richtig. So, da bin ich mal gespannt, da werden wir das Video schon gesendet haben. Seiko.de und viel Spaß wünsche ich euch ja, mit den Anfragen. 99.900 Euro. Tschüss. Danke.